Es geht ja um die, soll um die Frage gehen, wie wir in der Gegenwart bereits Antworten, mögliche Antworten auf die Herausforderung einer gebauten, gestalteten Umwelt für die Zukunft finden, welche Wege es dabei gibt. Und dazu wollen wir jetzt auch ganz kurz die beiden Protagonisten ganz kurz nochmal vorstellen. Wir haben zunächst die Freude, Ihnen Werner Sobeck ein bisschen näher zu bringen. Wenn Sie vorher schon da waren, haben Sie gesehen, einen Durchlauf mit aktuellen Projekten von Werner Sobeck und ein paar Worte zu Ihnen. 1955 in Aalen geboren, studierten Sie von 1974 bis 1980 Bauingenieurwesen, Architektur an der Universität Stuttgart. Von 1980 bis 1986 agierten Sie parallel zur 1987 abgeschlossenen Promotion als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich SFB 64, weitgespannte Flächentragwerke der Universität Stuttgart. Dem Eintritt in das Ingenieurbüro Schleich, Bergemann und Partner folgte 1992 der Schritt in die Selbstständigkeit. Mit Ihrem Büro sind Sie, lieber Herr Sobeck, heute weltweit vertreten. Zuvor bereits setzt sich die wissenschaftliche Karriere allerdings fort, 1994 als Nachfolger von Frei Otto, Direktor des Instituts für leichte Flächentragwerke an der Universität Stuttgart. Und mit der Übernahme des Lehrstuhls auch von Jörg Schleich im Jahr 2000 führen Sie Architektur und Ingenieurwesen, ganz wie es ja auch Ihre Linie ist, auch im Lehrwesen zusammen im Institut für Leichtbau entwerfen und konstruieren. Ehrendoktorwürden schließen sich an und 2004 ehrte Sie die Münchner Pinakothek der Moderne mit einer umfassenden Ausstellung. Ihr Titel: Show me the future, Wege in die Zukunft. Und daraus haben wir auch ein Standbild. Wenn wir das haben, dann ist es gut. Ja, genau, show me the future. Und eben diese Wege, eben nach vorne zu gehen, zumindest mal die Absicht zu erklären, die Zukunft erforschen zu wollen, bleiben Ihre, wenn man zum Beispiel eines nennt: seit Januar 2007 stehen Sie dem Sonderforschungsbereich SFB 1244 adaptive Hülle und Strukturen für die gebaute Umwelt von morgen als Sprecher vor. Noch einmal herzlich willkommen Ihnen, Werner Sobeck. Lieber Peter Weibel, für Werner Sobeck haben wir ganz verschiedene Rollen ja schon genannt und dann können wir bei Ihnen, glaube ich, doch nahtlos sozusagen anknüpfen. 1944 in Odessa geboren, sind Sie in Oberösterreich aufgewachsen, 1963 für ein Jahr nach Paris gegangen und begann 1964 Ihre Studien, ich sage das absichtsvoll, ich sage nicht Studium, Ihre Studien, weil es so viele sind, dass man tatsächlich denkt, huppla, das muss man alles erstmal können, in Wien. Nach Film und Komparatistik waren die Interessensgebiete nun Medizin und Mathematik, dabei besonders die Logik. Die Frage, wie sich Welt erklären lässt, beschäftigt Sie von da an als Künstler, als Ausstellungsmacher und als Theoretiker gleichermaßen. Untrennbar etwa ist Ihr Name mit der Performancekunst der späten 1960er Jahre verbunden. Künstler, Forscher, Hochschullehrer. Diese international forcierte Dreieinigkeit begründet seit 1976 ein ungemeines Tempo an Projekten, Veröffentlichungen, Verantwortlichkeiten. Von der Ars Electronica in Linz über die Neue Galerie und den Steirischen Herbst in Graz, die Biennalen in Sevilla und Moskau bis hin zur wiederholten Verantwortung für den österreichischen Pavillon auf der Biennale Venedig. Zuvor Direktor des Instituts für Neue Medien in Frankfurt sind Sie seit Januar 1999 als Nachfolger von Gründungsdirektor Heinrich Klotz in der Rolle des künstlerischen Vorstands für die konzeptionellen Geschicke des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe verantwortlich. Auch Ihnen noch einmal herzlich willkommen, Peter Weibel. Kunst und Forschung, Herr Weibel, wir haben es gehört, sind bei Ihnen kaum zu trennen. Ihre Ausstellungsprojekte sind im Grunde genommen ja auch gespickt von Fragestellungen, von Untersuchungen, von Analysen und daraus abgeleiteten neuen Fragestellungen wiederum. Muss Kunst aus Ihrer Sicht, müssen künstlerische Fragestellungen für Sie diesen analytischen Charakter haben, um für Sie überhaupt als Kunst gelten zu können?
Ich glaube, wenn wir auf den Begriff des Utopischen zurückgehen, der wurde ja, das Buch von Moore wurde ja geschrieben vor 500 Jahren. Hm? Man muss sich vergegenwärtigen, in welcher Zeit das war. In dem Buch selber. Ja? Ist das laut genug? Ein bisschen näher dran vielleicht. Ja. Ist es schnell genug? Das war die Zeit, der Moore schreibt das selber in seinem Buch, er hätte da einen Freund getroffen von Amerigo Vespucci, als war die Zeit, wo Amerika entdeckt wurde. Das heißt, man muss sich vorstellen, 1500 Jahre haben wir geglaubt, das Mittelmeer ist das Zentrum der Welt und Europa. Und wenn überhaupt dann der Osten, Ex-Oriente Lux, dann hat man plötzlich eine neue Welt entdeckt. Das war 500 Jahre. Und diese neue Welt konnte man als Kontinent erobern. Nur jetzt ist es vorbei. Wir haben diesen Kontinent erobert und er ist uns verschlossen. Das heißt, wir können uns nicht mit dem Westen zuwenden. Wir können uns noch nicht mit dem Osten zuwenden. Auch der ist verschlossen. Wir haben nur mehr das kleine Europa. Das heißt, wir können keine Länder mehr erobern. Wir können nur mehr Technologie erobern. Verstehen Sie? Das heißt, wir können nicht mehr Länder erobern, sondern wir können nur mehr innere Landschaft erobern. Wir können unser Gehirn erobern, wir können unsere Fantasie erobern. Das heißt, gerade die Eroberung der Fantasie und die Eroberung durch Fantasie geschieht durch die Wissenschaft, durch die Kunst. Und die Künste sind klarerweise von der Musik bis zur Architektur. Wir können nur mehr neue Werkzeuge erobern. Die Landschaften, die wir vor 500 Jahren erobert haben, die neue Welt ist vorbei. Ja. Das tut den Europäern weh. Da spreche ich auch gerne von der kommenden Zeitalter des Post-Europa. Ja. Weil wir den Anschluss an die neuen kontinentalen Welten in China, das wissen Sie Architekt, als Architekt besser wie ich, Herr Lobeck, Herr Sobeder kann in China und Arabien alles bauen, nur nicht in Europa. Ja. Weil es dort auf das werden Sie noch zu sprechen kommen. Das heißt, die historische Form der Utopie sind uns leider verschlossen. Dann haben wir noch eine Ideologie entwickelt, die sagt sowieso, Utopie, also ist schlecht. In Österreich hatten wir den Kanzler, Herrn Wranitzky, der hat gesagt, wenn jemand Visionen hat, dann muss er zum Augenarzt gehen. Das war eine Variante vom Herrn Schmidt, Bundeskanzler in Deutschland, wer Visionen hat, muss zum Augenarzt gehen. Das ist die Art und Weise, wie man die Utopie behandelt. Deswegen gibt es nur mehr die Wissenschaft, die Kunst, die neue Werkzeuge, Robert, das sind die neuen Utopien. Sie haben eines in der Hand, oder meist haben eines in der Hand, das heißt Handy. Das Handy ist das Ergebnis einer neuen Utopie. Und das ist die einzige Chance, die wir in Europa noch haben, neue Werkzeuge zu entwickeln. Mit der Kunst, durch die Kunst, mit der Wissenschaft, durch die Wissenschaft. Und Herr Sobeck, nicht nur das bewusste Überschreiten unterstellt, sondern mitunter auch realer Grenzen verbindet sich mit Ihnen. Dabei komme ich noch. Es gibt eine Ausstellung, wir haben sie vorher angesprochen, Show Me the Future. Wir haben das gesehen, 2004 in München. Und damit ist ja auch ein klarer Anspruch verbunden, auch von Ihnen. Da ist zum einen der Anspruch Zukunft oder die Behauptung Zukunft lässt sich gestalten. Zum anderen aber doch eine Aufforderung, lasst uns Zukunft gestalten. Bisschen salopp gefragt vielleicht, hat das nicht etwas von diesem immer wieder auch bisschen belächelten inzwischen Yes, we can? Also Yes, we can werden Sie mich nie sagen hören, genauso wenig wie wir schaffen das. Weil es geht eigentlich immer darum, wer macht was, unter welchen Randbedingungen, warum. Und das ist eine rein wissenschaftliche Kategorisierung von einem Problem oder auch von einer möglichen Zukunft. Und ich sage, auf der einen Seite fordere ich eine gesellschaftliche Utopie ein, weil das ist eigentlich der Begriff des Utopischen, ne? Uotopos, kein Ort, die weit weg ist von dem, worin wir heute leben und uns miteinander abgeben und beschäftigen. Das braucht aber eine relativ prinzipielle Betrachtungsweise. Ich weiß nicht, ob wir heute dazu kommen. Aber da steht schon die Frage, wie gehen wir miteinander um? Warum brauchen wir ein permanentes Wachstum? Was bedeutet die Relation zwischen gebauter Umwelt und Natur? Oder warum kann man von einem Deus Mensura auf einen Homo Mensura oder wie ich es fordere, auf einen Natura Mensura? Also die Natur ist das Maß aller Dinge, weil wenn die Natur nicht überlebt, dann überleben wir auch nicht kommen. Aber diese Fragestellungen jetzt jenseits dieses gesellschaftspolitischen, gesellschaftstheoretischen, kann man natürlich auch wissenschaftlich mit anderen Disziplinen, naturwissenschaftlicher Art und Weise untermauern. Und daraus ergibt sich oft die Frage, wo sind wir eigentlich? Und was sind Randbedingungen, die wir einfach nicht verschieben können? Ein Korridor, das ist ein multidimensionaler Korridor, innerhalb dessen Zukunft möglich ist. Und diesen Korridor müssen wir ausloten, darüber müssen wir sprechen. Es gibt Dinge, die können wir uns zwar wünschen, aber die liegen außerhalb des Korridors und sind wissenschaftlich gesehen eben nicht realisierbar. Aber es geht gleichwohl bei Ihnen beiden im Grunde genommen ja immer darum, das utopische Potenzial auch wachzurufen und es auch
abzurufen. Zumindest ist das ja ständig Ihr Motor. Dazu gehört ja sehr viel Zuversicht. Was macht Sie beide denn so zuversichtlich, dass Sie das so seit vielen, vielen Jahren so energisch und im Grunde genommen mit immer demselben hohen Tempo, wie wir es auch gerade eben wieder gehört haben, auch weiterleben und weiter agieren? Also, ich glaube, bei mir ist der Motto einerseits von Kindern an, hat er mich schon genannt, der Doktor, warum? Weil ich habe immer gefragt, das Kind schon, warum ist das so? Also ich hatte immer eine Neugierde zu verstehen, was ich sehe und was andere Leute machen. Und zweitens kommt dazu auch eine Unzufriedenheit. Ich bin unzufrieden mit dem, was mich umgibt. Die Art und Weise, wie mich die Welt umgibt, möchte ich die Welt dadurch verbessern. Man hat einen Drang, dass die Welt, um die einen umgibt, zu optimieren. Und das hat auch damit zu tun, glaube ich, primär, was einen Menschen ausmacht. Es gibt ja sehr viele Definitionen, was einen Menschen ausmacht. Die schlimmste ist die von Nietzsche, wie Sie wissen, der Mensch ist ein Seil über den Abgrund. Ne? Da gibt es andere Philosophen, die sagen, der Mensch ist das Tier, das kein Tier sein will. Ne? Meine Definition ist, der Mensch ist das Tier, was die besten Werkzeuge baut. Ne? Also wir sind den einzigen, also wir alle Ingenieure, Philosophen, Wortakrobaten, wir können Dinge schaffen mit unseren Werkzeugen, die wir Menschen selbst geschaffen haben. Und das hebt das vom Tier ab. Und diese Fähigkeit, die macht Freude, das zu sehen. Und das mit dritter Motor zu sehen, wie wir die Werkzeuge, die wir uns selbst geschaffen haben, wie wir die optimal einsetzen können. Klarerweise ist es dann so, es gibt dann viele Instanzen um mich herum, die mich daran hindern möchten. Und dadurch entsteht meine Unzufriedenheit und auch mein Unbehagen. Da muss ich wiederum kämpfen dafür, dass die Eingriffe von außen meine eigene Kreativität, Inspiration, Imagination nicht einschränken. Wie ist es für Sie, Herr Sobel? Das ist der tägliche Kampf. Das ist schon so. Also ich meine, die Menschen denken sich ja gern ihre eigene Welt zurecht. Ein Arrangement, sagen die Soziologen, innerhalb dessen sie gut leben und gut schlafen können. Und dieses Arrangement hat eben Wertevorstellungen, Sie wissen das besser als ich. Das sind die Wertevorstellungen des jeweiligen Individuums und man lässt an Tentakeln oder an Neuronen oder sonst was Dinge hinein, die dieses Bild nicht zerstören, weil sonst kann man ja nicht mehr vernünftig schlafen. Oder wie einer eurer berühmten österreichischen Physiotherapeuten gesagt hat, wenn die Zukunft negativ ist, dann halten die Menschen das überhaupt nicht aus. Die gehen dran zugrunde in einer Perspektive, die heißt, es wird immer schlechter. Und deshalb fangen sie an, sich ihre eigene Welt zu bauen, die unter anderem eine Parallelwelt ist, die mit der Realität schon gar nichts mehr zu tun hat. Und das ist schon ein bisschen das Problem, was man in unserer heutigen Gesellschaft auch sieht. Wir reden nachher von Utopia und die meisten Menschen meinen, das ist etwas, was in die Zukunft gerichtet ist. Ich sage, Utopia ist nichts anderes als ein vollkommen anderes Gesellschaftsmodell, das sich in dem heutigen nicht wiederfindet und nicht verankert. Und ich beobachte seit vielen Jahren gesamtgesellschaftliche Utopien, die mit Vollgas rückwärts fahren. Das ist beispielsweise die Geschichte, dass unglaubliche Mengen von Erwachsenen immer mehr Märchen anhören. Harry Potter ist nichts anderes als eine retrogewandte gesamtgesellschaftliche Utopie, die einem eine Heimat vorgaukelt, in der man toll leben kann, wo es sprechende Enten gibt und Zwerge, die alle ganz lieb sind und dieses und jenes. Und darin fühlen sich die Menschen wohl. Mehr Geld können sie als Cineast überhaupt nicht verdienen. Oder nehmen Sie mal den großen Erfolg eines berühmten Buntstiftherstellers, der zurzeit Buntstifte verkauft wie noch nie in der Geschichte. Der kommt aus Nürnberg. Und wozu werden die verwendet? Hochteure Buntstiftsortimas. Weil Erwachsene immer mehr in ihrer Freizeit Bilder ausmalen. Also so postinfantile Tätigkeiten. Also die Ente ist gelb und der Schnabel ist blau und die Heckflosse ist irgendwie dunkelgrün. Ne? Und das macht man jetzt nicht mehr im Alter von 2, sondern im Alter von 42 und empfindet eine unheimliche, ich meine das nicht negativ, man kehrt zurück in eine Heimat, in ein Arrangement, das gut war. Und das ist jetzt wieder gut. Und das ist jetzt der Kampf und da komme ich gleich zum Ende. Wenn Sie, so wie wir, wie meine Assistentinnen und Assistenten und ich im Laufe von vielen Dissertationen und Forschungsarbeiten erkennen, dass zumindest in unserem Bereich der gebauten Umwelt mir mit Vollgas gegen die Wand zu fahren drohen, weil wir einen Nettobevölkerungszuwachs von 2,6 Menschen pro Sekunde materialtechnisch nicht unterlegen können,
Wenn ein bundesdeutscher Bürger 490 Tonnen Baustoff auf sich vereinigt, würde das bedeuten, wir müssen für alle Neugeborenen pro Sekunde 1300 Tonnen Baustoffe bereitstellen. Tag und Nacht. Bis wir hier fertig sind, haben wir ungefähr 20.000 Menschen mehr auf der Welt als Bürger. Und wenn wir diese Baustoffe nach den Regeln, die wir so oder so nicht einhalten werden, des Pariser Klimaschutzabkommens herstellen, dann emittieren wir dabei so viel CO2, dass wir innerhalb der nächsten 25 Jahre eine Erwärmung des Planeten nicht von 1,5 oder 2, wie in Paris verankert, sondern von 6 bis 8 haben. Dann wird die eine Hälfte sagen, na endlich brauchen wir kein Bräunungsmittel mehr und alles ist ganz toll und ganz warm, aber faktisch, nehmen Sie mal an, die Durchschnittstemperatur von Stuttgart ist 11 Grad, die Jahresdurchschnittstemperatur. Wenn Sie die um 6 Grad hochheben auf 17, dann brauchen Sie zwar weniger Heizöl, was den Schwaben freut, aber die Natur wird kollabieren. Wenn Sie Ihre Körpertemperatur um 3 Grad hochheben, das ist weniger als 10%, dann kollabiert Ihr Körper. Das sind die Probleme, mit denen wir konfrontiert werden. Und die kommen rasend schnell und keiner nimmt sie wahr. Alle sitzen in ihrem Arrangement und verdrängen sie. Und ich sage immer, während die Abgase aus euren Autos anthrazitfarbig oder schwarz, dann könntet ihr keine 200 Meter weit mehr sehen. Und dann würden die Menschen ihr Verhalten ändern. Aber dadurch, dass diese wissenschaftlich nobel als Emissionen bezeichneten gasförmigen Abfälle fatalerweise durchsichtig sind, sieht man das nicht. Und daraus, aus diesen Erkenntnissen, gibt es Randbedingungen für die Konzeption von Zukunft. Und das sind die Korridore, von denen ich spreche. Und ich hatte eigentlich ein wunderbares Zitat vorbereitet. Jawohl, machen wir. Hat ein wunderbares Zitat vorbereitet von Herrn Sobeck. Das hieß, hat er im Prinzip schon beantwortet, dann kommt gleich der Weibe wieder dran. Das Zitat hätte gelautet, warum ist dieses Nach-Vorne-Denken gerade in Deutschland immer noch so verpönt? Weil ein Nach-Vorne-Denken auch eine Kritik am Bestehenden und damit eine ungemütliche Selbstkritik beinhalten könnte. Das war als Frage formuliert. Er hat jetzt eben sozusagen die Antwort geliefert. Herr Weibe. Ich möchte mich dem anschließen, wenn Herr Sobeck, wie auch im Museum, utopisch operieren kann. Wir bereiten wir nächstes Jahr im Frühjahr im Zeitheim eine Ausstellung statt, die genau diese Themen behandelt, nämlich mit Künstlern, mit Wissenschaftlern. Das Thema heißt kritische Zone, weil... Ist alles verstanden? Kritische Zone. Ja. Wenn man nämlich spricht, man lebt von der Erde, ist das ein bisschen euphemistisch. Wir leben in Wirklichkeit von einer hauchdünnen Kruste, eine sogenannte kontinentale Kruste, 15 Kilometer in der Höhe, 15 Kilometer in der Tiefe, das sind nur 30 Kilometer. Davon leben wir. Und wir sind nicht dabei, seit Jahrhundertjahren schon, diese Erdkruste zu zerstören. Und wenn wir nichts unternehmen, und das ist die Klimakrise, ist nur ein Teil davon, das ist der gravierendste Teil. Aber wir haben heute neue Techniken, wir können heute eben mit Methoden, die ganz neu sind, die Erde durchbohren bis auf 10.000 Jahre. Und da sehen wir, was vor 10.000 Jahren für eine Emission war nicht. Und dadurch können wir lernen, wie wir die Erde schützen können, von uns selber. Das ist dann die berühmte Frage des Anthropozän. Aber es geht darum, wir müssen lernen, und das ist jetzt eine Ausstellung machen mit Künstlern und mit Wissenschaftlern, die Visionen haben, die Utopien haben, was wir tun können, eben sozusagen als Guardians von Gaia, als Hüter des Lebens auf der Erde etwas zu unternehmen. Das sind Utopien. Genau. Und wir wollen ja ein Stück auch nach vorne denken, das, was vielleicht möglich ist, das, was sich aktuell bewegt. Dazu gehört vor allen Dingen natürlich die Debatte um die künstliche Intelligenz. Und wir haben mal gefragt, ein paar Menschen auf der Straße, inwieweit sie denn sagen, sich damit beschäftigt haben, was sie dabei bewegt. Die Fragestellung, die wir dabei dann hatten, war die Frage, glauben Sie, dass künstliche Intelligenz Ihr Leben wesentlich beeinflussen wird? Und die Antworten, die hören Sie jetzt. Glauben Sie, dass künstliche Intelligenz Ihr Leben wesentlich beeinflussen wird? In der Mobilität wird es sicherlich einen starken Push nach vorne bringen. Ich denke da an autonomes Fahren etc. Ich sehe Chancen, dass ich denke, dass künstliche Intelligenz Muster besser erkennen kann, als wir das tun. Zum Beispiel dann in der Medizin. Vielleicht Ultraschallbilder oder Röntgenbilder. Ich glaube, wir werden irgendwann nicht mehr selbst Auto fahren,
zum Beispiel. Ja, die Computer werden für uns denken und lenken. Angst hätte ich vor der Fremdbestimmung und profitieren mit Wissen aneignen oder lesen oder den Haushalt besser gestalten. Ich habe Angst vor dieser riesen Öffentlichkeit und vor dieser Sammlung von Daten über die einzelnen Personen. Und ich habe natürlich auch Angst, dass das missbraucht wird. Also ich denke einfach, dass man Dinge jetzt ausprobieren muss, dass es da nicht eine Lösung gibt, sondern dass man für Visionen und für Ideen offen sein soll. Wie bei jedem Aspekt gibt es auch zwei Seiten und ja, teilweise zum Beispiel die Arbeitslosigkeit für Menschen, die diese Jobs momentan machen, wenn KI übernimmt. Es muss ethisch noch ein bisschen mehr Regularien geben, was denn erlaubt wird, wo die Grenzen sind, aber prinzipiell als Chance. Ich finde es manchmal ganz erschreckend, wenn ich darüber nachdenke, dass es irgendwann so sein soll, dass Maschinen unser Denken weiterentwickeln. Man muss natürlich auch schauen, dass man auch menschlich bleibt, soweit wie möglich. Dass man das Schöne an die Menschlichkeit nicht verliert, dass die Maschinen nicht alles übernehmen. Soweit das. Und Herr Weibel, Sie haben ja explizit sozusagen in Karlsruhe immer wieder Ausstellungen gemacht, Projekte gemacht, die die Frage der künstlichen Intelligenz und damit all der damit verbundenen Möglichkeiten in den Vordergrund gerückt haben, die auch die Frage, was kann ich eigentlich damit tatsächlich praktisch machen, auch das haben Sie behandelt. Entspricht das der Querschnitt, der jetzt sich da geäußert hat, im Prinzip auch Ihrer Erfahrung, dass eben sozusagen Furcht, Hoffnung und so ein bisschen merkwürdige Erwartung, dass das der Stand der Gefühlsdinge ist, zumindest aktuell? Also diese Auswahl von Antworten spiegelt ein bisschen wieder den Zustand der Diskussion in Deutschland. Wenn ich auf Konferenzen gehe, Hardcore-Konferenzen wie von der Association for Machine Computing, ja, dann melden sich die deutschen Teilnehmer mit ethischen Bedenken. Sie sind nicht imstande, selber Vorgänge zu machen zur Artificialität selber oder zur Gesichtserkennung. Sie können nur wie diese Leute sagen, man muss bedenken, man muss nachdenken, überlegen, moralische und ethische Grenzen. Das ist faktisch ein Hugo. Ja? Weil in China und in Amerika sind diese Forschungsgebiete wahnsinnig weit hinaus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn die Leute im Auto fahren, oder sehen sie vorne Stau, da kann jemand mit einem alten Expertensystem, das nennt sie Religion, kann er sagen, okay, ich stehe im Stau, und ich schicke das Stoßgebet zu Gott, er soll mir sagen, was ich machen kann. Ich sage, in Ordnung, ein altes Expertensystem namens Religion. Aber es gibt ein neues Expertensystem, das ein Satellit, das aufnimmt, ein Auto, dann das Daten runterschickt und die Daten so eine Sprache verwandelt und dann sagt man das Navi-System rechts abbiegen. Ja. Wenn dann Leute fragen, was machen sie lieber, ein Stoßgebet zum Himmel oder hocken sie auf das Navi, sagen 90% auf das Navi. Und das Navi, das Navigationsgerät, ist reines artifizielles System. Ja. Das heißt, sie selbst sehen ja nicht, weil sie sehen 100 Meter, wissen nicht, wie lange der Stau dauert und wie groß ist und so weiter. Sie brauchen praktisch Hilfe von einer partiellen Intelligenz, die mehr weiß wie sie. Deswegen geht ja nicht die Welt unter, auch ihre eigene, deswegen sind sie nicht dümmer. Weil das Navi kann ja kein Glas Wasser trinken. Das Navi kann auch keine Zeitung aufschlagen. Ne? Aber das Navi kann ja dann sagen, wie die Stausituation ist. Und diese technischen Hilfsmittel, die werden sich extrem steigern. Was jetzt auf uns zukommt, ja, das kann ich jetzt sagen in 1000 Jahren. Vor vielen, vielen tausend Jahren haben die Menschen und die Tiere sich getrennt. Wir sind aus der Nahrungskette herausgesprungen. Das heißt, früher haben die Menschen die Tiere gegessen und die Tiere die Menschen. Jetzt ist es nur mehr so, dass nur mehr wir die Tiere essen, nicht mehr die Tiere uns. Wir sind aus der Nahrungskette herausgesprungen und es beginnt die Ahnung, dass wir vielleicht auch eines Tages herausspringen aus der Denkkette. Dass dann Roboter besser denken, teilen wie wir. Und da kann man nur hoffen, dass die Roboter uns nicht so schlecht behandeln wie wir die Tiere. Das ist die Angst. Also auf diese Hoffnung würde ich keine 2 Euro setzen. Aber gleichwohl, auch wenn zu Ihnen, Sie haben ja sehr viele junge Menschen auch um sich herum, natürlich kommen die Menschen, die zu Ihnen kommen, auch gerade die jungen Menschen, die sind natürlich ein bisschen, natürlich, warum kommen die zu Ihnen, weil sie natürlich im Prinzip positiv in die Zukunft hineindenken möchten, aber gleichzeitig, denke ich doch, ist es auch so, wenn Sie dann in Ihrem Büro, in den Projekten, dann mit den realen Möglichkeiten, sowohl der auch in Ihren Projekten, denn doch das Thema künstliche Intelligenz ja auch schon eine große Rolle spielt. Wie reagieren die denn dann immer? Ist das so, dass Sie sagen müssen, oh hoppla, es gibt so die Vorstellung, wir sind eigentlich ganz vorne, wenn wir beim Werner Sobeck im Büro anfangen und dann auf einmal hoppla,
da hat ja so viel mit technologischen Sprüngen dann auch real zu tun, dass wir doch noch einmal wieder vielleicht auch noch mal neu lernen müssen? Also wir arbeiten mit unseren Teams mit Sicherheit auf einem computerbasiert technologischen Niveau, das in der Welt unter den ersten drei ist. Das ist für die Menschen natürlich eine unglaubliche Befriedigung auch, wenn sie dann eben ein Piano spielen können, das bestens funktioniert und über mehr als eine Tastatur verfügt. Das klammere ich jetzt aber mal aus vor der Diskussion um die sogenannte künstliche Intelligenz. Das sind Algorithmen, die wir dort verwenden, die gehören nicht in diese Rubrik. Wenn wir jetzt in die Rubrik künstliche Intelligenz kommen, dann bin ich da in mir selbst zutiefst gespalten, fast schon wertkonservativ und stelle immer die für mich typische Frage, warum? Also warum brauche ich das? Oder ist das wirklich sinnstiftend? Und meine Analyse der aktuellen Situation ist, dass wir natürlich eine ganze Reihe von Forscherinnen und Forscherkollegen haben, die auf ihrer täglichen Hast nach Forschungsgeldern und einer Legitimation ihrer Tätigkeiten schreien, mehr Rechnerleistung, mehr Rechnerleistung, mehr künstliche Intelligenz, das ist es. Und dann gibt es Leute, die sagen, na ja, da haben wir da so einen Pflegeroboter und wenn der dann mit dir reden kann und das ist doch alles ganz toll und er liest dir Gedichte vor und mit dem kannst du diskutieren auf höchstem Niveau, dann sage ich immer eine zweiteilige Antwort. Die Antwort Nummer eins ist, ich will nicht in den Armen eines Pflegeroboters namens Irina von Sony sterben. Habe ich überhaupt kein Interesse dran. Und ich will auch nicht einen Plastikroboter haben, der wie die neueste Generation von Sony hier so ein Stück Tierfell hat, damit man eine taktile Qualität beim Streicheln hat. Also wenn ich mal so weit bin, dann würde ich doch bitten, dass mich irgendjemand um die Ecke bringt. Das ist diese eine Ecke, ne? Also dieses... Wollen wir das, wenn wir 2000 Kilometer südlich von hier, nämlich in einem Kontinent namens Afrika, eine jährliche Bevölkerungszunahme, nicht Geburt, sondern Nettozunahme von 43 Millionen Menschen haben, die alle aufgrund der Erziehung sehr stark familiär oder stammesgebunden in Afrika einen unglaublichen auch physischen Zugang zu anderen Menschen haben und nicht unsere spätpietistische Scheu, jemand anzulangen, selbst wenn es das eigene Kind ist, ne? Also warum bauen wir die größte Mauer, die jemals in der europäischen Geschichte gebaut wurde, um diese Leute fernzuhalten? Warum lassen sie wie zu Tausenden ertrinken? Die Medien, die Kirchen, die Wissenschaft, keiner sagt etwas darüber. Wir sitzen da in unserem Environnement und fühlen uns eigentlich ganz gut, weil den Nachrichtenkanal Satellit über dem Mittelmeer, den haben wir ja vor 2 Jahren abgeschaltet. Ne? Also wir empören uns gigantisch, wenn irgendjemand behauptet, da hat jemand den Skrupal mit irgendeinem Gift erledigt, aber wir empören uns überhaupt nicht, wenn jede Nacht 70 Leute im Mittelmeer sterben, weil irgendjemand den nicht retten will oder nicht retten darf. So weit sind wir noch mittlerweile. So, jetzt sind wir aber nochmal bei dieser künstlichen Intelligenz. Ne? Schauen Sie, ich glaube, dass wir unsere Seele schon fast verkauft haben. Also wenn irgendjemand, eine junge Dame, dann auf einmal Babypakete bekommt, weil ein Google-Algorithmus herausgefunden hat, sie ist aufgrund ihres Verhaltens schwanger. Oder wenn gestern in der Zeitung stand, dass ein chinesischer Softwarehersteller von 7.000 Millionen Menschen auf der Welt die Person erkennt, wann er nur mit der Kamera 3 Schritte dieses Menschen aufnehmen kann, weil offensichtlich jeder Mensch eine kodierte Art der Bewegung hat. Wenn Sie heute irgendwo hingehen und Ihr Gesicht wird schon erkannt, obwohl ich gar nicht erkannt werden möchte, und wenn ich zu irgendeinem famous Shop gehe wie Breininger, ne, und die Dame kommt und sagt, Herr Sobeck, Sie tragen doch immer Falke, Airport, Größe 43, schwarz. Ich will das nicht, muss ich ganz offen sagen. Und wir müssen gucken, inwieweit verkaufen wir unser Menschsein mit all den Schwächen, die den Menschen ausmacht. Ich sage, warum brauche ich künstliche Intelligenz, ist doch viel klüger, wenn ich selber eine habe. Jetzt müsste eigentlich eine Gegenrede, eine bewusste Vorlage für Herrn Weibel sein. Der Herr Sobeck hat schon angedeutet, wir könnten sich die Pflegeroboter leichter sparen, wenn wir den Pflegeberuf attraktiver machen würden und auch mehr besser bezahlen würden. Das ist ein rein soziales Problem. Jetzt möchte ich eben das Ganze ein bisschen, wenn Sie gestatten, entdämonisieren. Sie müssen davon ausgehen, dass die Evolution uns Menschen in der Fähigkeit, dreidimensionalen Räumen zu denken und sehr vernachlässigt hat. Ich mache mit Ihnen mal das, dass Sie es genau merken an sich selber. Machen Sie mal die Augen zu und stellen Sie sich einen Würfel vor.
Und dann sage ich Ihnen, was ist eine Kante? Eine Kante ist das, wenn zwei Flächen aufeinandertreffen. Und dann stelle ich an Sie die Frage, wie viele Kanten hat so ein Würfel? Bitte sagt mir jemand eine Zahl. 12. Hat schon gedauert. Ja. Aber stellen Sie sich vor, jetzt hat der Würfel 12 Kanten. Jetzt geben Sie jede Kante wiederum einen Würfel. Das heißt 12 von 12. Und wie schaut dann dieser Würfel aus, der sich, und das kann sich von uns keiner mehr vorstellen. Das heißt, wenn ich jetzt Ihnen sage, Sie haben einen Würfel mit 12 Kanten, jede der Kante ist wieder ein Würfel mit 12 Kanten, da kommt nochmal auf jede Kante ein Würfel. Das ist für uns ein unlösbares Problem. Es gibt niemanden auf der Welt, der das zeichnen kann. Sie können die Schuben dazu binden, aber wenn ich Sie bitte, Sie zu zeichnen, wie Sie das machen, Schritt für Schritt, können Sie es auch nicht. Die meisten Männer können ja nicht einmal eine Krawatte binden, ne? Wie Sie das wissen. Ne? Das heißt, der Computer kann das Problem, wie kann ich Würfel auf Würfel auf Würfel machen, macht er in wenigen Sekunden. Ja? Das heißt, wir haben Maschinen gebaut, die haben wir selbst gebaut, verstehen Sie? Das sind ja keine Aliens von irgendwo her. Wir haben sie gebaut, das ist eine Fähigkeit, die wir nicht gut können, mit unserer eigenen Gens haben wir etwas gebaut, das eine Teil besser kann, nämlich eine räumliche Vorstellung. Und ohne diese räumliche Vorstellung würden die Gebäude auch für den Sobek nichts ausschauen. Ne? Sie arbeiten dasselbe mit CAD-Systemen. Ne? Ja, das sage ich ja. Zuerst wird das Gehirn, aber dann in der Ausführung haben das bei uns. Ja? Das heißt, die Gebäude, die wir kennen, ja, von diesen berühmten dekonstruktivistischen Architekten, sind entweder auf der Xerox-Maschine geschummelt, ja, oder sozusagen mit Computern zuerst einmal simuliert. Klarerweise hat der Vorstand der Architekten, also noch einmal, die AI hat ja nur den Zweck, Defizite, die wir haben durch die Evolution, ja, dass wir diese, die wir selber kennen, die wir kennengelernt haben, ne, dass wir die mit Hilfe von Werkzeugen, die wir selber bauen, ja, das sind ja keine Feinde. Ja. Es ist absurd zu denken, die AI wäre unser Feind, unsere Gegner. Wir haben sie erfunden, damit sie uns hilft, unsere eigenen Mängel, der Mensch ist ein Mängelwesen, die Evolution hat das extrem vernachlässigt. Das, und die Fehler der Evolution, die mit uns passiert sind, die müssen wir verbessern. Das ist alles. Ja. Da stimme ich Ihnen zu. 100%. Geschichte so um die 2002 oder so, ne? Vielleicht war es auch ein paar Jahre später, ich bin da immer relativ schlampig. Als ich noch viel geflogen bin, steige ich im Flugzeug von New York nach Frankfurt und normalerweise rede ich da nicht, aber dann saß neben mir ein Mann und da dachte ich, der ist dir irgendwie sympathisch und irgendwie war ich auch übermütig. Ne? Und dann habe ich das so, ne? Da stellte sich also heraus, einer der führenden Leute von IBM. Und dann sage ich, naja, ihr wart auch schon mal besser, ne? Früher habe ich einen Laptop gehabt von IBM, jetzt ist er von Lenovo, also mit euch geht es auch nur noch bergab, wie man halt so ein bisschen freches abends um 10 im Flugzeug. Und er sagt, mit uns geht es bergauf. Wir sind die Firma auf der Welt, die mehr Forscher beschäftigt als alle anderen. Wir beschäftigen 70.000 Mathematiker. Wusste ich alles nicht. Da sage ich, und wenn ihr jetzt keine Laptops mehr herstellt, was macht ihr denn dann? Da sagt er, Big Data. Dann musste ich zum damaligen Zeitpunkt gestehen, ich wusste nicht, was Big Data ist. Ne? Da sagt er, das ist ganz einfach, wir sammeln, je nachdem, um was es geht, unendliche Mengen von Datenschnipseln, die völlig belanglos im Internet irgendwie herausgefiltert werden. Und dann sind wir dank unserer genialen Mathematiker und deren Algorithmen in der Lage, aus diesen Datenfragmenten Zusammenhänge zu erkennen. Da sage ich, das hört sich gut an, das kann ich vielleicht auch gebrauchen, ne? Und was macht ihr damit im Praktischen? Da sagt er, naja, Sie haben jetzt gerade einen Auftrag von Rio de Janeiro und den anderen Städten in Brasilien, wo, ich glaube, Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Und dann sage ich, ja, und? Da sagt er, naja, die Regierung in Brasilien hat eine riesige Angst, dass es zu Demonstrationen kommt von sozial schwachgestellten Menschen, die dann zu Tausenden vor den Fußballstadien revoltieren, während die Fernsehkameras dieser Welt das an Milliarden Wohnzimmer nach Hause übertragen. Dann sagt er, was machen Sie dann? Dann sagt er, wir recherchieren mit Hilfe dieser Datenschnipselkollektion und Auswertung, ob es vorhersagbare Menschenbewegungsströme gibt, weil dort ein erhöhter Verkauf von Straßenbahntickets und U-Bahntickets und mehr Autos an der Ampel etc. aufkommt. Und dann sind wir in der Lage, mit einer Genauigkeit von 2 Stunden Prädiktion zu sagen, da bahnt sich etwas an. Und dann sage ich, okay, und was machen Sie dann? Dann sagt er, dann lassen wir U-Bahnen ausfallen, dann verändern wir die Ampelphasen und dann verspäten wir künstlich das Ankommen von Bussen und damit sind wir in der Lage zu garantieren, dass diese revoltierenden oder protestierenden Menschen 2 Stunden später ankommen. Dann ist das Fußballspiel aber vorbei und die Kameras sind abgeschaltet. So, das ist die andere Seite dieser künstlichen Intelligenz, ne? Und jetzt müssen wir uns fragen,
was gewichten wir wie? Und meine persönliche Beobachtung, was in der Welt so passiert, muss ich sagen, ist die Gewichtung zurzeit bei mir eher in Richtung negativ. Weil es ein unbeherrschbarer Vorgang ist. Ich zeige dann, das ist sehr gut beschrieben mit den Big Data. Ich zeige mal, worunter sie in Wirklichkeit leiden. Ne? Sie alle leiden darunter, dass in Deutschland die Flugzeuge zu spät kommen. Ich bin vor kurzem in Frankfurt gestanden, am Bahnhof, da waren alle 6 Züge waren 40 bis 50 Minuten verspätet. Das heißt, das ist ein Datenmanagementproblem. Und zwar wieso? Wenn in München ein Zug ausfällt, wegen Wetter oder wegen irgendwas, dann wäre normalerweise, wenn die Deutsche Bahn also auf der Höhe der Zeit wäre, dann weiß ja jeder durch die gekauften Tickets, wie viele Passagiere jetzt nicht fahren können. Ne? Sagen wir mal 900. Dann weiß man sofort, okay, ich habe 900 Passagiere, die brauchen so, so viele Waggons. Wo sind diese Waggons, dass ich sie herschaffen kann? Ne? Die Deutsche Bahn macht das per Telefon. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Herauszufinden per Telefon, wie viele Passagiere sind da drinnen. Dann wird telefoniert nach Augsburg, nach Ulm, hast du ein paar Waggons. Du sagst, ja, ich habe vielleicht ein paar. Ja. Dann kommen 3 zusammen. Da stehen aber plötzlich 1000 Leute davor, haben keinen Platz. Und so geht es dahin. Ne? Das heißt, auf der von der EU selbst erstellten Digitalisierungsindex, da gibt es Parameter, wo festgestellt wird, was kann ein Land in Echtzeit Datenmanagement leisten, steht Deutschland auf Nummer 17. Und es gibt jetzt einen Auftrag von ausländischen Flugfirmen, weil die verlieren viel Geld durch deutsche Verspätungen, dass sie an die Regierung den Auftrag gestellt haben, ohne dass sie das in der Zeitung lesen, sie müssen das verbessern. Was ist die Antwort? Es dauert mindestens 2,5 Jahre, ja, bis der deutsche Fernverkehr, Flugverkehr bestand ist, Daten echtzeitmanagement zu machen. Also ich sage dann, die nächsten 2,5 Jahre wird das Reisen noch schlimmer als wie jetzt. Und daraus sage ich, es wäre schön, wenn wir eben ein bisschen das lernen würden in Deutschland. Ja, dadurch sage ich immer, man kann das irgendwie entterminisieren. Ja. Es geht, wie Sie immer richtig sagen, also das Zusammenleben von Menschen. Ja. Und nun sind wir so viele, ja, so tausende Reisende, die früher nicht da waren. Ja. Also ich brauche die Hilfe von Expertensystemen, von anderen, weil die Menschen schaffen es nicht mehr. Diese riesigen Mengen von Menschen, die reisen wollen. Und es beginnt das nächste in Deutschland. Da verbietet man das Reisen. Ne. Da verbietet man das Reisen. Ne. Was ist denn das für eine Ordnung? Nein, man muss optimieren die Methoden. Ja. Dass ich das möglich mache, dass eben tausende Menschen einigermaßen komfortabel reisen können. Ne? Da sind wir uns einig, ne? Ja, da sind wir uns einig. Und man sieht die Ambivalenz der möglichen Betrachtungsweisen und man sieht, dass man diese Entwicklungen extrem kritisch begleiten muss und gewisse Dinge eben auch abschneiden muss. Weil man sagen, zur Pflege, das ist nicht. Zur Pflege, das war ganz wichtig. Der Hund ist ja nicht, der Hund ist darin, wenn ein Mechanikerlehrling in die Lehre geht, ja, dann ist ganz klar, dass der dafür bezahlt wird. Deutschland hat bis vor einem halben Jahr das Pflegepersonal hat für die Lehre bezahlen müssen. Das war doch ein vollkommener Wahnsinn. Aber Witz, dass Leute, die wir meist benötigen, dass die für ihre Ausbildung zahlen müssen. Klarerweise geht keiner hin. Heute haben wir zu wenig Personal. Klarerweise gibt es viele Menschen in der weiten Welt, die gerne Pfleger sein würden in Deutschland. Aber wie Sie richtig gesagt haben, die werden verhindert sozusagen. Also Pflegeroboter sind keine Lösung. Das sind soziale Probleme. Und Ausbildungsprobleme. Wir haben ein vollkommen falsches Erziehungssystem. Es ist absurd, dass die helfenden Berufe von Arzt bis Pfleger fast nichts verdienen, aber die helfenden Berufe, die brauchen wir. Ne? Aber die spielenden Berufe, Fußballspieler, Schauspieler, die wir nicht brauchen, das ist nur genügend, die werden Millionäre. Da stimmt was nicht. Ich sage noch was zum Pflegeroboter. Wir bringen sie total durcheinander, das tut mir sehr leid. Schauen Sie mal, so ein intelligenter Pflegeroboter, mit dem Sie sich dann auf einer höheren Ebene intellektuell austauschen können. Ne? Die Frage ist ja, wer schreibt die Software? Stellen Sie mal vor, die kommt dann aus der Hauptabteilung von Donald T. Ja. Dann haben Sie da lauter revolutionierende und vandalisierende Rentner. Also das ist doch genau das. Das wäre eine schöne Utopie. Wer macht das Salz in die Suppe? Ja, ja, ja. Ja, das wäre es ja. Randalierende Rentner, das ist eine schöne Utopie. Sie merken, also man braucht zumindest eine große Kraftanstrengung, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Auch Sie beide, Sie agieren ja ständig in diesem Feld, Sie brauchen ständig auch Ressourcen, damit Sie auch diese Forschung, die Sie treiben, vorantreiben können. Dazu braucht es auch politische Rückendeckung. Hier im Land Baden-Württemberg wurde 2016 eine Strategie verabschiedet. Das Land investiert 1 Milliarde Euro bis in das kommende Jahr hinein in diese Strategie zur großen Offensive der Digitalisierung. Das braucht es sicherlich, diese politische Rückendeckung. Aber sind dann die Wege, die hier dann unterstützt werden, werden die dadurch
kürzer wirklich zur Digitalisierung, zur schnelleren Umsetzung, zu mehr Ressourcen? Ist das, oder ist es nur ein Tropfen sozusagen auf den heißen Stein, aber deshalb natürlich notwendig, weil es man immer sozusagen auch die politische Rückendeckung braucht? Wie sehen Sie das? Also zunächst sollte man mal dankbar sein, dass wir in Baden-Württemberg eine Regierung haben, die sich wirklich um die Zukunft Sorgen macht und dort entsprechende Weichen stellt. Da ist viel mehr passiert als in den vergangenen Jahren vor der Regierung Kretschmann. Die Zurverfügungstellung von Computer und was weiß ich oder von digitaler Kapazität ist das eine, das benötigen wir mit Sicherheit. Man muss dann die Frage stellen, mit welcher Gewichtung, in welcher Branche. Aber nochmal, ich fange mit dem tollsten Computer nichts an, wenn ich mein Gehirn nicht entsprechend betätige vorher. Wir brauchen nicht nur Computerkapazität, wir brauchen Gehirnkapazität. Und wenn die Leute nicht wissen, wo sie hinwollen, dann brauche ich auch keinen Computer, der mir ausrechnet, wie ich da am schnellsten hinkomme. Verstehen Sie? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Zielsetzung, die da lautet, so wollen wir in 30 bis 40 Jahren unter den gegebenen Randbedingungen, die wir in gewisser Weise verschieben können, aber nicht 100% verschieben können, wie wollen wir da uns miteinander gestalten? Und dann gibt es eine Hierarchie von Dingen, die man dazu benötigt, und dazu gehört unter anderem digitale Kompetenz und auch digitale Leistungsfähigkeit. Aber das allein ist es doch nicht. Definitiv nicht. Und es ist ja dann so, Herr Weibel, wenn man jetzt das zusammennimmt, dann muss man sagen, es gibt ja auch Enttäuschungen auf der Strecke. Also zumindest vielleicht auch nur persönliche Enttäuschungen vielleicht auch nur. Aber wenn ich mich zurückerinnere jetzt in die 90er Jahre hinein, was uns an digitaler Realität für den Stand jetzt sozusagen versprochen wurde, über was diskutiert wurde, nicht versprochen wurde, ist falsch, aber über was diskutiert wurde, was möglich gewesen wäre, was möglich sein sollte. Damals wurde eine Arbeit, auch in der Kunst wurde sehr, sehr viel entwickelt, unter anderem von Jeffrey Shaw, eine Arbeit, die heißt Legible City, und war das erste Mal sozusagen die Möglichkeit, eine Stadt nicht in ihren Baukörpern zu erfahren, sondern eine Stadt über Buchstaben dann zu erfahren. Ausgerechnet diese Arbeit, wir haben jetzt 2019, also 20 Jahre später, wird diese Arbeit im Prinzip immer noch bestaunt, als sei sie heute eben gemacht worden, also als sei sie gestern gemacht worden. Da passt zumindest für mich irgendwie was nicht so richtig zusammen, denn es scheint so, als ob die staunenswerte digitale Zukunft, die hier immer noch für uns erlebbar ist und viele, viele Menschen erlebbar ist, eigentlich ja schon eine vergangene Zukunft ist. Ist das nicht ein täglicher Widerspruch, auch für, gerade für Ihre Arbeit? Bevor ich auf Ihre Beobachter eingehe, möchte ich noch was sagen zu der Frage, die Sie an Herrn Sobe gestellt haben, über die Wege. Es sind hier sehr viele, dankenswerterweise viele Museumskollegen hier und Kolleginnen. Meine Beobachtung ist die, dass das Machen von Ausstellungen durch Verordnungen, die in der Hauptsache von Brüssel kommen, immer schwieriger werden. Also die Auflagen, die Alarmanlagen, die Sprintanlagen, die Sicherheitslagen, die steigen jedes Jahr. Das heißt, die müssen in Brüssel, muss ein ungeheurer Lobby sein, die immer wieder erreicht, jetzt haben wir eine Sicherheitsmaßnahme festgelegt, haben wir das gemacht, kommen neue Sicherheitsmaßnahmen. Bei mir schaut das so aus, ich habe ZCAM in den letzten paar Jahren 2 Millionen ausgegeben für eine neue Sprintanlage. Und jetzt habe ich eine Ausstellung gemacht für die Sammlung, und da kommt plötzlich die Neuverordnung, es muss in jeder Kurve wieder eine Sprintanlage sein, in jeder einzelnen Projektionskurve für 7.000 Euro. Das heißt, man sieht, es kann eigentlich in Deutschland ein Gebäude nicht fertig werden. Ne? Weil jedes Mal kommt eine neue Verordnung für Sicherheitsmaßnahmen. Das kennen Sie, glaube ich. Genau. Das ist unsere Vollkasko-Gesellschaft. Also es wird tatsächlich schwieriger. Und es wird auch, also wenn ich zum Beispiel eine Nebelskulptur mache und das Gebäude im ZCAM, die wird auf der ganzen Welt gemacht seit 30 Jahren. Ich hatte hier 20 Beamte, die mir gesagt haben, wieso das nicht geht. Ich musste dann 4 Leute hinstellen, ich musste Absperrungen machen und so weiter. Und es sind ein Verordnungswahn, der macht das Arbeiten sehr schwer. Aber ich nehme nicht an, das hat nichts zu tun mit Deutschland, sondern insgesamt, dass die EU sozusagen, und dass wir auch nationale Souveränität verloren haben. Aber auf diese Arbeit zu kommen von Chef Chichot, es ist so, die Digitalisierung, die wir sehen, man fährt mit dem Fahrrad, man kann sich eine Stadt wählen, der Grund ist eine Stadt, sei es Manhattan, sei es Amsterdam, sei es Karlsruhe, und die Gebäude werden dann zu Buchstaben und man kann damit Sätze schreiben. Das heißt, das ist insofern immer noch aktuell, weil wir haben erfunden hier in der Nähe die bewegliche Buchstaben.
Da hat es 500 Jahre gedauert, bis wir hatten bewegliche Bilder, den Film, die Illusion der Bewegung. Ja? Und das kann man zusammengeben. Jetzt kann man die bewegten Bilder, die bewegten Buchstaben zusammengeben und kann plötzlich etwas machen, wo der Zuschauer sich auch bewegt, er muss fahren. Ne? Ja? Und diese Dreifaltigkeit, bewegt der Betrachter, bewegt das Bild, bewegt der Buchstabe, das ist die Grundlage für die kommende digitale Kultur. Die größte Schwierigkeit, die wir haben in Deutschland, ist, dass wir nicht verstanden haben, digitale Kultur, Herr Forsberg, ist nicht autonomes Fahren. Das ist ein winziger, unbedeutender Nebeneffekt. Digitale Kultur heißt das. Schauen Sie, Sie hatten früher, es hat Jahre gedauert, dass wir Gegenstände in Worte verwandeln. Ne? Die philosophischen Bücher heute heißen immer noch Wörter und Objekt oder Le Mot oder Chose oder die Wörter. Das ist aber eine alte technische Kultur. Dann haben wir verstanden, Gegenstände in Bilder zu verwandeln. Dadurch ist die Bilderkunst entstanden. Und heute ist es aber so, wir können alle Bilder, alle Texte, alle Töne in Data verwandeln und zum ersten Mal zurück. Wir können aus einem Wort keinen Gegenstand machen. Ich kann das berühmte Bild von Magritte, das ist keine Pfeife, weil es ist ein Bild. Ich kann aus dem Bild einer Pfeife keine Pfeife machen. Aber heute mit 3D-Druck kann ich aus Daten wieder Gegenstände machen. Und diese Eroberung einer neuen Kulturtechnik, ja, die sehen Sie hier noch immer. Dadurch ist es immer noch aktuell. Es ist einfach der Anfang gewesen. Was heißt digitale Werkzeuge? Was schaffen wir damit eine neue Technologie? Da muss man bedenken, wir haben die elektromagnetische Wellen, Radio, Fernsehen, erst vor 100 Jahren erfunden. Sie können sich, ich schon, aber die meisten können sich nicht vorstellen, was in 100 Jahren aussehen wird. Wir haben erst 100 Jahre hinter uns. Das ist ein minimaler Anfang für die Zukunft, für die Vision. Die uns 100 Jahre wird das noch viel stärker sein. Weil wir haben erst 100 Jahre Erfahrung mit dieser ganz neuen technischen Medien. Und wenn es so neu war, ist es immer noch neu. Und das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, meine Damen und Herren, arbeitet auch mit großen Unternehmen hier im Land Baden-Württemberg zusammen. Gibt es viele von diesen erfolgreich weltweit tätig sind, immer mehr auch nach Vernetzungspotenzialen suchen von den Unternehmen aus. Auch Sie suchen das Vernetzungspotenzial. Auch die Künstlerinnen und Künstler suchen das. Jetzt haben Sie Projekte unter anderem mit Trumpf gemacht, für die 3D-Lasertechnik entwickelt haben. Weshalb greifen denn Künstlerinnen und Künstler auch auf diese Fragestellungen denn zu? Was interessiert Sie daran und warum holen Sie sich umgekehrt immer wieder auch diese Hochtechnologie ins Haus? Das ist ein Problem der Ausbildung. Ne? Wenn Sie sich Kunstinstitutionen anschauen, dann steht drauf entweder Akademie der schönen Künste, da weiß ich 18. Jahrhundert. Dann gibt es eine Akademie der Künste, da weiß ich 19. Jahrhundert. Da gibt es Hochschulen für Gestalter, da weiß ich 20. Jahrhundert. Man hat praktisch die Kunst und das Schöne abgeschafft. Darum heißt es Gestaltung. Aber das ist zu spät. Das ist Bauhaus. Und heute, und diese Häuser erzeugen eigentlich keine Studenten mehr, ehrlich gesagt, die ich im ZKM verwenden kann. Die Beste, die ich noch habe, die kommen von der Architekturfakultät, weil die lernen programmieren und lernen überhaupt Umgang mit Computern. Da kommen die klarerweise von der Informatik. Also ich bin sehr froh, in Karlsruhe habe ich das Karlsruhe Institut für Technologie. Die Leute von dort und die Informatiker. Das KIT, das auch in diese Strategie des Landes mit eingebunden ist. Die kommen zu uns sozusagen und mit denen können wir ganz neue Dinge entwickeln. Ne? Also sensorenbasierte Umgebungen, diese sensorenbasierten Umgebungen helfen uns sozusagen, uns ein neues Lernprogramm zu machen. Schauen Sie, wenn Sie in eine normale Schule gehen, ne? Das ist in der Klasse von 20 Leuten, dann hat jeder verschiedenes Lerntempo, jeder Schüler. Ja? Ja? Und jeder hat verschiedene Interessen. Der arme Lehrer muss aber für alle das gleiche Tempo machen, ja? und so tun, als wenn hätten alle das gleiche Interesse. Hätte der Lehrer, ja, und die Schüler eine Möglichkeit, ja, mit AI, also mit Artificial Intelligence, selbst seine Lerngeschwindigkeit zu steuern, ja, und zu sagen, okay, ich interessiere mich jetzt mehr für das und für jenes, ja, dann würde sozusagen die Aufmerksamkeitsquote in der Klasse immer gleich bleiben. Ne? Und solche neuen Lernmatrixen, neuen Lerntechniken, die kann ich nur erproben und ausprobieren, wenn ich Leute habe, aus von der Architektur, sei es von der Medizin, neuronale Netzwerke. Ja. Dann haben wir Musiker, die wiederum zeigen, wie kann ich Musik machen, nicht mit den normalen Noten. Ne. Die Noten papiert, das ist vor 1000 Jahren erfunden worden. Ne. Und das ist so, es ist schon sehr schwierig, die Notation von Noten zu lesen. Ne. Aber es ist noch viel schwieriger, sie auszuführen. Ne. Arme Leute lernen dann jeden Tag eine Stunde und das 10 Jahre lang, damit sie ein Blatt Papier, eine Ausführung machen können. Ne. Was man heute versteht, ist im digitalen Codierungszeitalter, ist sozusagen die Anweisung, die Ausführung.
Eine normale Notation in der Musik, die Noten, ist nur die Anweisung. Irgendein Amateur muss dann ausführen, am Klavier oder an der Geige, egal. Ne? Und der braucht Jahrzehnte, um das zu lernen. Ist das menschenwürdig? Ist es nicht besser, mit Zugang der Möglichkeit, mit Hilfe von Medien, mit Hilfe von in künstlicher Intelligenz, die wir machen, zu sagen, okay, die Note wird automatisch umgesetzt in Musik. Das können wir jetzt schon. Wir im Institut machen solche Sachen. Ne? Wir erlauben dem Publikum, selbst zu komponieren. Und diese Emanzipation des Schöpferischen auf normale Menschen, ja, ist doch ein wünschenswerter Zustand, ist eine Utopie, eine Vision. Ne? Okay. Wenn man sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, heißt das einfach, jeder Mensch ist kreativ. Und wir geben ihm die Chance, diese Kreativität, die er in sich hat, zu fördern. Sie sehen das, für die Politik ist es sehr spannend zu sehen, weil sie es nicht vergreifen. Der Spiegel beispielsweise hat so 2 Millionen Leser. Riesige Kosten, riesigen Vertrieb, Papierdruck und so weiter. Der Herr Rezzo oder wie immer, oder Rizzo, der hat 4 Millionen Follower. Ja? Der hat keine Nebenkosten, ja? Der hat keinen Vertrieb und hat doppelt so viele Leser wie das Spiegel. Ob es uns gefällt oder nicht, das ist nicht die Frage. Ne? Man sieht hier, wir bewegen uns in eine neue digitale Öffentlichkeit, die alles umstellt, was wir bisher gewohnt sind. Ja? Und klarerweise ist es zum Teil wünschenswert, ja? Dass die Fähigkeit des Einzelnen, dass auch Leute finden, die zuhören. Verstehen Sie? Also das Monopol der bisherigen Massenmedien, der Zeitungen, ist zum Teil gefährdet. Ja? Ja? Die Zeitungen reagieren darauf beleidigt. Ja? Das ist nicht die gute, das ist die falsche Reaktion. Ne? Ja. Wir wollen noch einmal ein bisschen auf die Ebene herunterkommen, zu der Frage, nämlich in welchen Bereichen sich auch Dinge des Digitalen auch direkt anwenden lassen, auch in den Bereichen der gebauten Umwelt, die von Herrn Sobeck auch immer wieder thematisiert werden. Dabei ist jetzt für mich immer wieder ganz interessant, Herr Sobeck, dass in den Themenfeldern, in denen Sie sich bewegen, die künstlerischen Fragestellungen anders jetzt als in den Bereichen, in denen das ZKM, Peter Weibel sich bewegen, in ihren Bereichen eher so ein bisschen mehr erscheint, seien es immer noch illustrative Formen, keine beißenden, fragenden, forschenden künstlerischen Fragestellungen. Würden Sie sich denn für Ihre Arbeiten an der gebauten Umwelt mehr auch künstlerische Fragestellungen wünschen, dass sie mehr auch einfach gefordert werden, auch von Seiten derjenigen, die in sich in ganz anderen Feldern bewegen? Im Allgemeinen müsste man das wünschen. Ich persönlich darf mich jetzt nicht darüber beschweren, weil ich das Lebensglück habe, dass ich in einem Umfeld von Planungspartnern rund um die Welt arbeite, wo diese Ansprüche schon weitestgehend erfüllt sind. Wir haben halt im Bauwesen immer diese Dualität, dass wir etwas abliefern müssen, was typischerweise die größte Investition des Kunden ist. Ein württembergischer Fürst vor 200 Jahren hat mal gesagt, für einen Architekten ist nichts einfacher, als den Bauherrn zu ruinieren. Das gilt auch heute noch. Also wir müssen etwas konstruieren, was dem Budget und den angeforderten Funktionalitäten entspricht, was aber trotzdem ein Mehr ist. Und bei diesem ein Mehr kommt es mir schon sehr stark auf baukünstlerische Qualität auch an. Aber ich darf da eben nicht so weit gehen, wie Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gehen können, weil Sie haben das Recht auch zu sagen, die Funktion ist zumindest mal keine technische. Ich muss etwas abliefern, was auch eine technische Funktionalität erfüllt. Das ist dann schon ein Problem. Und ich nehme es mal sozusagen als die zwei Pole, die man immer so gern nehmen kann, um die Diskussionen so ein bisschen die Eckpunkte zu nehmen. Auf der einen Seite die Frage der künstlichen Intelligenz, auf der anderen Seite sehr viel mehr sprechen wir alle, denke ich, ob wir etwas wissen darüber oder nicht, aber wir alle sprechen relativ locker über die sogenannte Smart City und die Green City und all das. Deshalb wollen wir dazu mal nochmal gleich kommen. Aber Herr Weibel hat noch eine Einwand. Ich möchte nur zwei Sätze nachfügen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich heute ist effektiv jeder ein Sender, weil jeder ist ein sozialer Netzwerke, aber was Neues, heute ist jeder potenziell ein Massenmedium. Ne? Wer hat denn dann Millionen von Followern? Dass das nicht so ist, dass diese Follower ein Mob ist, sozusagen, ne? Und dass je schlechter der Blog ist, umso mehr hat er. Das ist kein technisches Problem, das ist ein Problem unserer Erziehungsanstalten. Ne? Es wäre nicht besser, wenn intelligente Blogger viele Follower haben, ne? Aber es ist leider nicht der Fall. Ne? Aber de facto ist es heute so, jeder ist potenziell ein Massenmedium. Ne? Und damit kommen wir mal zur Frage der Smart City. Auch dazu haben wir eine Umfrage gemacht mit der Frage, was stellen wir uns eigentlich unter Smart City vor? Auch hierzu haben wir eine kleine Umfrage gemacht. Was verbinden Sie mit dem Begriff Smart City?
dass man mit dem Handy viele Sachen erledigen kann. Wie einfaches Taxi rufen oder aktuelle Fahrpläne zum Beispiel auch. Oder auch, dass man vieles, was man sonst auf dem Bürgeramt erledigen muss, auch online erledigen kann zum Beispiel. Wir selbst wohnen in einer etwas Smart City, in einer autofreien Stadt, autofreies Viertel in Köln. Das ist also ein Viertel ohne Autos, wo die Autos draußen bleiben müssen. Da gibt es ein großes Parkhaus am Rande, da darf man mit dem Auto hinfahren. Aber die Stadt selbst ist autofrei. Nicht mehr mit Bargeld bezahlen, dass wir vielleicht andere Formen von Wohnen entwickeln, kleinere Häuser, dass wir nicht mehr so viel Platz brauchen, weniger Energie. Das ist eine Stadt, die irgendwie sehr durch Maschinen verwaltet ist. Smart City ist eine sehr verbrauchsreduzierte Stadt mit sehr relativ wenig Energie zu betreiben. Einfach weil die Dinge miteinander vernetzt sind, weiß man direkt, was wo passiert, wie man besser reagieren kann, wie man besser planen kann. Städte mit hoher Lebensqualität für die Bewohnervermeidung oder Reduzierung von Verkehr, von schädlichen Einflüssen und Herausstreichen der positiven Möglichkeiten, kulturellen Möglichkeiten. Für mich ist eine Stadt smart, intelligent, wenn sie wesentliche Sachen anbietet, wie zum Beispiel schöne Gehwege, schöne Fahrradwege, schöne Plätze. Also auch hier ein ganz weites Feld. Man spürt auch so ein bisschen so diese bebende Unsicherheit, was das denn nun ist, diese Smart City. Sie, Herr Sobeck, haben unter anderem Sie haben ganz viele Beiträge dazu geliefert, aber einen ganz greifbaren Beitrag, das war das Aktivhaus in Stuttgart vorgestellt. Vielleicht entführen Sie uns mal ein bisschen in dieses sozusagen wie aus dem Brennglas, was aus Ihrer Sicht zumindest dazu gehört, damit wir überhaupt über solche Begriffe halbwegs vernünftig diskutieren können. Ja, also was dazu gehört, sind eine Reihe von technischen Kompetenten, die das Gute besser machen und das Schlechte weniger schlecht. Also wenn wir beispielsweise die gebaute Umwelt anschauen, die Frage der Emissionen. Wir haben ja kein Energieproblem auf dieser Welt, das wissen Sie ja alle, sondern wir haben ein Emissionsproblem, das dadurch entsteht, dass wir die Energie, die wir benutzen, auf der falschen Basis herstellen, nämlich durch Verbrennen von fossilen Trägern. Würden wir nur mit Solarenergie leben, hätten wir 10.000 Mal mehr Energie, als wir brauchen, und wir hätten kein Global Warming. Aber wir machen seit der industriellen Revolution diesen Kardinalfehler und wir rücken nicht davon ab. In der gebauten Umwelt, die ungefähr für 40% des Energieverbrauchs und für 40% der gesamten weltweiten Emissionen steht, der Weltluftverkehr steht für 7, haben wir, und das ist eben unsere Auffassung über unsere Arbeit, einen Beitrag zu leisten, um dieses Problem, wenn nicht zu lösen, dann zu dämpfen. Also haben wir 1999 beschlossen, so ungefähr jedes Jahr, entweder zusammen mit einem Bauherren oder durch Stiftungen oder Geld sammeln oder auf eigene Kosten ein Haus zu machen, indem wir die Technologien immer weiter hinaustreiben unter dem Stichwort weniger Energie verbrauchen, keine Emissionen mehr, 100% recycelbar, keine biotoxischen Komponenten und sonst was, als ein Haus, was man morgen auf den Komposthaufen legen könnte. Eine ephemere Architektur, wie ich es benenne. Das ist der eine Aspekt. Und dieses Haus, B10, das Sie jetzt nur noch 2 oder 3 Monate anschauen können, weil die Stadt Stuttgart will das nicht länger auf dem Weißen Hof haben, da wird dann hinterher wieder eine Hundewiese sein. Das ist das erste Haus der Welt, das 200% der Energie erzeugt, die es benötigt, das materialsparend ist, das 100% recycelbar ist. Und es ist das erste Haus der Welt, das mit einem Gebäude in der Nachbarschaft spricht, nämlich dem Weißenhofmuseum von Corbusier. Corbusier hatte das natürlich vor 90 Jahren nicht unter dem Aspekt des Energiesparens entworfen. Das heißt, wie die Fachleute sagen, ist dieses Haus eine riesige Energiesenke. Und das hier ist ein Energieüberschussproduzent. Und damit wir jetzt nicht die Stromnetze bis nach Italien auslasten oder überlasten oder unterlasten, haben wir ganz einfach die Idee gehabt, kann man denn, und jetzt sind wir schon ein bisschen bei so einer Art Intelligenz, obwohl ich das nicht ganz so einstufen würde, wenn Sie dieses Haus, was wir tun, mit dem Deutschen Wetterdienst verbinden und es fragt alle 10 Minuten, die aktuellen Wetterdaten, das sind ungefähr 30 bis 40 Daten ab und tut es auch in die Zukunft hinein, dann kann dieser ganz simple Algorithmus, der auf den Chip eines Fingernagelgröße passt,
heute voraussagen, wie viel Energie das Haus morgen zwischen 11 und 12 produziert oder wie viel Energie es in diesem Augenblick benötigt. Und mit dieser prädiktiven Steuerung können Sie jetzt andere Gebäude quasi umgangssprachlich anfunken und können sagen, wir haben da Wärme übrig oder Strom übrig. Und wenn die das nicht brauchen, dann schieben sie es in ihr Auto oder in ihren eigenen Heißwasser- oder Eistank oder sie verkaufen es an der Leipziger Strombörse, aber prädiktiv, das heißt natürlich zu Bestpreisen. Das ist eine technische Komponente des Bauens, die wir smart nennen. Und Sie schauen dieses Haus an und Sie sehen, das hat keinen Schornstein. Und das ist wichtig. Und viele dieser Elemente, die Sie eben skizziert haben, haben Sie in den vergangenen Jahren auch in eines der Kernfelder Ihrer Arbeit übertragen, nämlich den Hochhausbau, die Hochhausmitentwicklung. Sie selber haben dieses Thema vor ein paar Jahren auch immer wieder mal deutlich platziert. Die Begeisterung darüber, auch immer natürlich verbunden mit den Aussagen, die wir ganz am Anfang von Herrn Sobeck gehört haben, nämlich die Klarheit darüber, wie viel Bevölkerungswachstum wir haben, wie rasant die Megacities wachsen, also die Problematik. Die liegt ja ganz klar vor uns. Gleichwohl war die Begeisterung für den Hochhausbau nicht so wirklich zu wecken. Deshalb mal die Frage von Ihnen, vielleicht können Sie uns heute Abend ja begeistern, was ist denn tatsächlich, wie viel Green, wie viel Smart ist denn tatsächlich möglich in diesen Bereichen? Sie haben ja zuletzt ein Beispiel, wo Sie zumindest uns mitgenommen haben auf eine Materialreise ganz besonderer Art, nämlich den Versuchsturm ThyssenKrupp, der Aufzugsversuchsturm in Rottweil. Da haben Sie auch wesentlich mitgearbeitet. Den habe ich designt. Genau, also aber mit einem besonderen Material. Alles verstehen, aber mit einem, dann bin ich einverstanden. Aber es geht ja mir ein bisschen um das Material. Vielleicht können Sie zu dem ein bisschen was sagen, aus welchen Stoffen dieses gemacht hat. Ja. Also Sie erlauben meine vorlauten Sprüche, aber sonst macht das Ganze ja keinen Spaß. Also schauen Sie, es gibt eine Aufzugsfirma und die hat eine Technologie entwickelt, den kabel- oder seillosen Aufzug. Dazu muss man jetzt als jemand, der viele Hochhäuser geplant hat, wie ich wissen, dass ein normaler Aufzug für ein 300 Meter Hochhaus ungefähr 20 bis 30 Tonnen an Masse darstellt, die man belegen muss, um einen jungen Adjutanten oder eine Sekretärin mit 50 Kilogramm Körpergewicht ein Geschoss hochzuheben. Müssen Sie 30 Tonnen bewegen. Weil Sie haben achtfache Sicherheit an einem Aufzugssystem, das heißt, Sie haben 8 Stahlseile, a 10 mm Durchmesser, a 300 Meter Länge, plus ein Gegengewicht und so weiter. Und dann kostet es Energie. Wir haben Hochhäuser geplant, da brauchen die Aufzüge ein Drittel der gesamten Energie. Jetzt hat ThyssenKrupp eine Idee gehabt, basierend auf dem Transrapid, dass man das ohne Seile macht, sondern an Magnetschienen. Der flitzt quasi nur durch Magnetkissen, angetrieben rauf und runter, Hochgeschwindigkeit. Aber um so eine Aufzugskabine, die jetzt ultra leicht ist, die wiegt gerade mal eine halbe Tonne, plus Sekretärin, auf 70 Stundenkilometer zu beschleunigen und dann wieder abzubremsen, ohne dass den Leuten Angst und Bange wird, brauchen sie eine Röhre mit 300 Meter Länge. Also 250 überirdisch, 40 unterirdisch. Und dann haben wir diesen Wettbewerb bearbeitet und es war natürlich vollkommen klar, die reine schiere Funktionalität endet in einem Betonzylinder. Jetzt dachte ich aber, dann kann ich mich in Rottweil nie mehr sehen lassen und meinen Namen werde ich da auch nicht dran heften, in dieser Landschaft einen Betonzylinder mit 300 Meter Höhe zu bauen oder 250. Und in dieser Verzweiflung, die dann immer so aufkommt, wenn es heißt, in einer Woche müssen wir den Wettbewerb abgeben und wir müssen das Ganze auch noch zeichnen und du weißt immer noch nicht, wie es geht, dachte ich, jetzt wickel ich da einfach ein Negligé drumherum. Das ist ein sehr poetischer Gedanke. Ne? Und das Negligé verkleidet den Beton und transferiert ihn in eine vollkommen andere Art von Ausdruck und von Expression. Ne? Und weil das natürlich den Windgeschwindigkeiten in dieser Höhe und so weiter standhalten muss, kann das jetzt nicht ein flatteriges Etwas sein, sondern es muss so wie die Haut einer Trommel gespannt sein, aber muss trotzdem eine irgendwie aufregende Geometrie haben. Und das ist jetzt diese Konstruktion. Man könnte, wenn man in Rekorden sprechen will, von der höchsten Stofffassade aller Zeiten sprechen. Was mir viel wichtiger ist, was ich jetzt letztendlich gelernt habe, ist, das ist der absolute Treffpunkt für eher esoterisch angehauchte Menschen, die mit Außerirdischen kommunizieren. Weil der ThyssenKrupp-Turm ist quasi das Symbol des Kontaktes nach außen.
Und da müssen wir mal hingehen, ne? Also das, glaube ich, müsste Peter Weibel außerordentlich gut gefallen, dieser Gedanke. Aber Sie, diejenigen unter Ihnen, die sich aus diesem Kunstbereich kommen, die werden vielleicht sich schon denken, auf was ich hinaus will. Peter Weibel, die Kunst hat sich ja ganz euphorisch, ganz massiv mit der Idee der schnellen Mobilität, der großen Stadt und all dem beschäftigt. Das war aber nicht heute, das war vor 90 Jahren, also bis in die 20er Jahre hinein. Dann ist dieser Faden des gegenseitigen Befeuerns schon ziemlich abgerissen gewesen. Und jetzt scheint er auch gar nicht so richtig wirklich wieder greifen zu wollen. Die Künstlerinnen und Künstler kommen gerne zu Ihnen, um große Modelle zu entwickeln, was man wie, wenn man Bewegung aufzeichnet, wie man sich dann bewegen könnte oder wie Bewegung aufgezeichnet werden könnte. Aber in dieser Klarheit, wie könnten wir als Künstlerinnen und Künstler mit gebauter Umwelt weitergehen, da scheint irgendwie nicht die Begeisterung so groß zu sein. An was liegt das? Also, ich bin der Auffassung, dass der Herr Sobeck der Inbegriff ist von utopischer Architektur, von visionärer Architektur. Er hat das sehr gut beschrieben. Ne? Er hat gesehen die Schwäche alter Lösungen. Ja? Da hat er nachdenken müssen, wie kann ich für ein bekanntes Problem, für eine bekannte Aufgabe eine neue Lösung machen. Er hat vorbeschrieben in seinem Haus, dass die moderne Architektur ist ein System von Variablen. Ja? Früher war ein Gebäude und das Verhältnis der Bewohner ein wirklich deterministisches, geschlossenes System. Ne? Der Bewohner konnte nicht viel machen und das Gebäude konnte nicht viel machen. Jetzt sozusagen hat er genau beschrieben, reagiert das Gebäude auf Temperaturanzeigen, kann sogar prognostizieren, was kommt. Das Gebäude, jetzt mal abstrakt gesagt, ist ein System, das das Verhältnis des Individuums zu seiner Umwelt regelt. Und zwar sehr flexibel, und zwar so weit, dass es fast ein lebensähnliches Verhalten hat. Es benimmt sich fast wie ein organisches System. Und der Begriff der Philosophie für lebensähnliches Verhalten heißt Viabilität. Das ist genau der Punkt. Im Kino haben wir angefangen, zum ersten Mal dieses lebensähnliche Verhalten zu bewegen und gesehen, das Leben heißt Bewegung. Da haben wir gesehen, naja, das Leben hat aber auch Farbe. Da haben wir gesagt, okay, müssen wir Farbfilme finden, noch Schwarz-Weiß finden. Da haben wir entdeckt, okay, jetzt ist das bewegt sich mit Farbe, aber es fehlt eben der Ton. Da haben wir den Tonfilm erfunden. Aber das Kino kann nicht weitergehen. Aber das Ziel war klar, wir möchten ein Bildsystem erfinden, das das Leben evidiert, wie er das schon gut kann in der Architektur. Das heißt, die Zukunft wird sein, in der Kunst von Bewegungsmedium, also Motion Picture, zum Bildmedium, und jetzt kommt der Ausdruck, Biomedien. Das heißt, wir schaffen jetzt Medien, wie er das schon gezeigt hat, das Haus ist ansatzweise lebendig, es reagiert auf die Eingaben der Umwelt, es reagiert auf die Eingaben des Bewohners, und es ist ein symbiotisches Verhalten, das sich gegenseitig die Kosten minimiert, Energie minimiert, etc. etc. Und das ist moderne, utopische Architektur. Und die Kunst macht Ähnliches, das heißt, im 21. Jahrhundert wird dann Bewegungsmedien, Bildmedien, wird vergangen sein, sondern es wird dann sein, wie immer mehr lebendige Systeme, also die sogenannten Bildmedien. Das heißt, dadurch wird eines erreicht, was das Utopische schlechthin ist, das Verhältnis des Individuums zu seiner Umgebung wird immer mehr individualisiert. Früher, vor 2000 Jahren, mussten sie warten, bis die Sonne aufgeht, damit sie Licht haben. Heute greifen sie Schalter, sie haben Licht. Sie gehen durch eine Parkanlage und automatisch tun Sensoren das Licht einschalten, ohne dass sie was sagen. Das heißt, die Umgebung wird immer mehr auf ihre eigenen Wünsche reagieren. Und diese Steigerung, dass sie die Umgebung individuell steigern, also optimieren können, steuern können, das ist faktisch die Utopie auch für die Kunst. Kunst heißt ja nichts anderes, dass ein Künstler sich ein Bild von der Welt macht. Aber bisher hat er gemacht im Gemälde, gut und schön. Aber wir können heute mehr machen. Wir können so ein Bild von der Welt machen, in der Welt selber und mit der Welt selber, was er schon macht mit der Architektur. Also wir sehen sich in der Auffassung sehr, sehr ähnlich, in der Kunst wie in der Architektur. Es gab einen Punkt, meine Damen und Herren, so ungefähr vor 15 Jahren, ganz kurz noch als Einschub, da gab es eine solche Bewegung, dass die Kunst sozusagen ganz dringend gebraucht wurde. Warum? Weil der technologische Sprung so riesig war, dass man auf einmal festgestellt hat, man hat bildgebende Verfahren entwickelt gehabt, deren Ergebnis man gar nicht mehr so richtig lesen konnte. Also braucht man Künstlerinnen und Künstler mit der Seherfahrung, um bei den bildgebenden Verfahren wieder überhaupt zu lernen, was können die tatsächlich alles und was können wir mit denen machen? Hier, dazu gab es auch einen Begriff, der neuronalen Ästhetik war damit verbunden. Von diesen Dingen aber, Herr Weibel, so wie Sie es gerade skizziert haben, dass man jetzt
ich sage jetzt mal etwas vielleicht flapsig wiederum, man kann die Künstler ja auch benutzen, sozusagen, um die technologischen Sprünge wieder einzuholen, um sie zu verstehen. In dieser Rolle ist aber der Dialog aktuell eher, würde ich sagen, nicht. Sie machen die technologischen Sprünge, auch in den Bereichen von Herrn Sobeck. Und die Künstlerinnen und Künstler stellen sagen, auf ihre Weise zwar sagen, vielleicht Netzwerkfragen, vernetzende Fragen, aber bringen sie damit wiederum auch Fragen, auch die intermedialen Künste, auch Fragen, die Sie wiederum wirklich spannend finden? Also es gibt da doch zwei Antworten. Klarerweise haben bestimmte Begriffe ihre Saison und ihre also Frequenzen. Die AI-Sache, Artificial Intelligence, war ja schon eine Mode der 60er Jahre, dann ist sie vollkommen runtergegangen. Allem gesagt, die Künstliche Intelligenz hält ihr Versprechen nicht. Jetzt, 30 Jahrzehnte später, kommen sie wieder stärker denn je. Ja? Also neuronale Ästhetik war ein Versprechen der 90er Jahre, dann ist sie abgesagt, aber jetzt kommt sie wieder stärker denn je. Zweite Antwort, wir haben ja mittlerweile nicht wie früher 10 Biennale, sondern mittlerweile 120 Biennale. Ne? Und diese Ergebnisse dieser neuen Forschung sieht man nicht, sieht man auf den Biennalen. Ne? Die Biennalen sind das Offenbecken geworden für avancierte Kunst. Ne? Das heißt, also nur diese Biennale finden nicht mehr in Europa statt, ja? Sondern die finden statt in Asien, ja? in Arabien. Dort kommt keiner von uns hin. Ja? Dadurch haben wir, ehrlich gesagt, in Europa einen falschen Eindruck von der Entwicklung der Kunst. Ja? In Wirklichkeit ist es so, dass jetzt genau wieder die Zeit ist, wo Lernmaschinen, neuronale Netzwerke, gelegentlich auch auf der Biennale Venedig landen. Ne? Wenn Sie sich vielleicht erinnern, dieser Roboter, der über die Farbe weggewischt hat, ja, das ist, kommt aus China. Ja? Und das war einer, da sieht man genau, wohin die Reise und wohin die Forschung geht. Ja? Okay, und wir haben, ja, Sie haben jetzt die Biomedien ja auch angesprochen. Das war auch die Antwort auf eine Frage nach der Melodie der Moderne, die Sie auch, von der Sie auch gerne sprechen. Das wären also, wenn ich das richtig verstehe, aus Ihrer Sicht die Biomedien. Wir sind ja mit diesem Abend, meine Damen und Herren, in einem gewissen auch Themenbereich von 100 Jahren Bauhaus. Hier in der Staatsgalerie Stuttgart haben Sie mit Weißenhof City einen wesentlichen Beitrag zu diesem Jubiläum, nicht nur in der Staatsgalerie, sondern auch außerhalb. Die Ausstellung greift also ganz bewusst auch in den Stadtraum hinaus. Und da habe ich auch Sie beide ja gefragt gehabt vor der Eröffnung dieser Ausstellung Weißenhof City zu Ihren Vorstellungen, zu Ihren Begriffen über das Bauhaus. Und Ihre Antwort, Herr Sobeck, ich darf es mal zitieren, war, das Bauhaus widmete sich wie kaum eine Institution zuvor der Frage nach dem Bauen in der Zukunft und damit mit der Frage nach der Zukunft selbst. Wir fragen, wer beschäftigt sich heute mit unser aller Zukunft? Oder wollen wir diese weiter wie bisher einfach so entstehen lassen als Abfolge einzelner, in sich selbst vielleicht noch überlegter Schritte, die jedoch keinen überlegten Weg gehen? Ist es aus Ihrer Sicht genau also das Problem, dass es Punkte, aber keinen Faden gibt, der aufgenommen und fortgeführt wird? Ja, danke für einen meiner Lieblingssätze, den ich immer wieder... Ja, die Summe der für sich jeweils richtigen Schritte ist noch lange nicht der richtige Weg. Und das sehen wir ja in unserer Politik. Da werden also viele in sich richtigen Schritte gemacht, aber den Weg, den kann keiner richtig erkennen. Zumindest ist der Weg, auf dem wir sind, nicht der richtige. Sage ich mal ganz klar, weil Architektur ist auch Politik, so wie Kunst auch Politik ist. Also braucht man doch im Rahmen dieser Korridore, über die ich eingangs gesprochen habe, innerhalb dieser Zielkorridore irgendwelche Ziele, wo man sagt, da möchte ich hin. In unserem Bereich ist doch das, was wir machen, ist der mit Ernst Bloch zu sprechen, der Produktionsversuch menschlicher Heimat. Also welche Heimat wünschen sich denn die Menschen heimlich oder ganz offen? Und wie können wir als Städteplaner, als Architekten und als Ingenieure die Welt so gestalten, dass die Leute sich darin beheimatet oder auch geborgen und nicht entborgen und schon gar nicht verborgen fühlen, ne? Also wie geht das? Und dazu muss doch ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs da sein. Wo wollen wir hin? Dann sehen wir haben so viele Dinge, die wir einfach wegleugnen in der Hoffnung, es wird schon keiner merken, aber die Beschleunigungsgeschwindigkeit, die in vielen Prozessen da ist, von der Bevölkerungsentwicklung angefangen bis zum Global Warming, die ist der Gestalt, dass wir nicht sagen können, naja gut, dann machen wir jetzt mal in 10 Jahren etwas. Da ist es definitiv zu spät. Nochmal, denken Sie an diese Korrektur des Pariser Klimaschutzabkommens auf 4 bis oder 6 bis 8 Grad.
Das ist nicht reversibel. CO2 hat eine Halbwertszeit von 1000 Jahren. Wie wollen Sie das machen? Das ist nicht leistbar. Und das Dumme ist an der ganzen Sache, dass wir diese Entwicklung nicht sehen, weil sie sich in einer quasi nicht sichtbaren Art und Weise in Form von Erwärmungen und Luftverpestungen oder Bevölkerungswachstum in anderen Ländern dieser Welt stattfindet. Wenn wir 83 Millionen Menschen Nettozuwachs pro Jahr haben, dann ist es einmal pro Jahr die Bundesrepublik Deutschland. Und da kann man viele fantastische Wünsche äußern. Man kann sagen, ja, da müssen wir jetzt Geburtenkontrolle machen und dieses und jenes. Ein-Kind-Politik. Die Ein-Kind-Politik wird den Chinesen in einer Brutalität auf die Füße fallen, wie sie uns, die Babyboomer-Generation, auf die Füße fallen lässt. Der Median der Bevölkerung, das Durchschnittsalter bei uns in Deutschland, ist 47 Jahre. Wir haben in 15 bis 20 Jahren so viele Nichterwerbstätige, dass wir die Arbeitsplätze, die durch dieses in Pension gehen, frei werden, gar nicht mehr besetzen können. Wir können 60% dieser Arbeitsplätze besetzen, der Rest bleibt offen. Das muss man sich einfach mal klar machen. Und das Problem ist, genau wie Sie sagen, dass in Nordafrika ist es so, dass auf jeden Posten 100 andere warten. Ne? Wenn dann einer stirbt, dann sind 100 da, die den Posten haben möchten. Wir haben zu wenig und die haben zu viele. Ja? Der Druck, können Sie sich vorstellen, der dadurch entsteht. Richtig, und darüber muss man sprechen. Und jetzt kann man sagen, natürlich, so wie die Bundesregierung, wir finanzieren Warlords in Zentralafrika und wir finanzieren irgendwelche Ganoven in Libyen, damit die Flüchtlingsströme abkappen. Wir bilden deren Polizei aus, da wissen wir ja schon, was die Polizei macht. Man sieht es ja, unvorstellbare Zustände in diesen Gefangenenlagern in Libyen, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber die Gesellschaft muss im Klaren darüber werden, dass diese Effekte nicht abebben werden, sondern dass sie in dramatischer Geschwindigkeit zunehmen werden. Und was ist dann die Antwort? Noch mehr Polizeiausbildung in Zentralafrika oder wie soll das gehen? Und darüber muss man reden und zwar emotionslos und wissenschaftsbasiert präzise und muss zu einer gesamtgesellschaftlichen Konvention kommen, die da lautet, es macht Sinn, wenn wir dies und jenes tun. Aber ich meine, da müssen wir uns schon ziemlich lange in den Spiegel schauen. Ich war letztens auf einer Konferenz gewesen, Afrika-Gipfel, muss ich nur schnell erzählen, weil das ist einfach, wie soll man sagen, zumindest für mich war es sehr erkenntnisreich. Und da ging es darum, dass Äthiopien gerne schwäbische Industrie angeworben hätte. Dann kamen die Vertreter der schwäbischen Industrie, namhafte Firmen. Der erste hat gesagt, also wir kommen gerne, und ist ja klar, wir sind in der ganzen Welt und so, also wir brauchen natürlich so und so viele Hektar Grundstücke, kostenlos, wir brauchen 20 Jahre keine Steuern. Wir brauchen Schule für die Kinder unseres Managements, wir brauchen Tennisplätze für die Frauen unserer Manager und wir brauchen noble Siedlungen und das muss alles muss gated sein und so weiter. Und ich dachte, offensichtlich ist der Mann aus der Zeit gefallen. Dann kam der Nächste, der hat genau das Gleiche gesagt, dann kam der Dritte, der hat das Gleiche gesagt und dann gab es eine Podiumsdiskussion. Und irgendwann sagte dann der Vertreter Äthiopiens, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, aber wenn Sie zu uns kommen wollen und bei uns Geld verdienen wollen, dann können Sie doch nicht davon ausgehen, dass wir Sie erst mal 20 Jahre alimentieren. Sie werfen uns immer vor, dass die Chinesen bei uns sind. Ja, nun gut, die Chinesen haben ja kein Geld gegeben. Wir haben 13.000 chinesische Firmen in Ostafrika und die betreiben die Eisenbahnlinien und die funktionieren. Die kommen pünktlich an und die Ticketpreise, alles stimmt. Und natürlich ist unsere Eisenbahnlinie von Chinesen abhängig, deren funktionieren. Und wenn die nicht mehr wollen, gibt es keine Eisenbahn. Na, da sage ich mal, ja gut, wenn die Amerikaner das GPS abschalten, dann fahren wir mit unseren Fahrsystemen auch alle gegen die Wand. Na, das muss man schon auch sehen. Aber wichtig ist doch, dass wir das offensichtlich immer noch nicht begriffen haben, dass Afrika und andere Länder für uns eine Chance sind und auch eine Notwendigkeit, einen Diskurs aufzunehmen und zu schauen, was braucht ihr und was brauchen wir? Und dann hat irgendeiner Entwicklungshilfe gesagt, dann sagt der Botschafter, bitte, wir brauchen keine Entwicklungshilfe. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Freiheit, die Rohstoffe Afrikas selber bewirtschaften zu dürfen. Heute dürfen wir das nicht. Ja, und dann kam die Geschichte vom Totalbankrott der zentralafrikanischen Hähnchenindustrie. Ne, habe ich auch nicht gewusst, aber ist auch sinnstiftend. Also in Deutschland, der Deutsche isst ja nur Hühnerbrust. Ne? Idealerweise so trocken, dass man Kräuterbutter dran tun kann, damit man es überhaupt noch runterschlucken muss. Der Rest des Huhns wird nicht gegessen. Das ist aber nach deutschem Lebensmittelrecht Sondermüll, der zu hohen Preisen entsorgt werden muss, unter x-facher Kontrolle.
Die Alternative ist, du tust diese Hühnchenreste tieffrosten, fährst sie nach Zentralafrika und wirfst sie dort für 80 Euro Cent pro Kilo auf den Markt. Die Gestehungskosten für ein Hühnchen in Zentralafrika sind 1,70 Euro pro Kilo. Das heißt, die gesamte Hühnerindustrie dort ist innerhalb von einem Jahrzehnt pleite gegangen, weil die essen alle die Hühnchenschenkel, die die Deutschen nicht essen wollen. Und solche Absurditäten, die muss man erstens mal wissen, dann muss man eine moralische Position dazu einnehmen und dann kann man diese gesamtgesellschaftlichen Ziele formulieren und sagen, ja, wir sehen es ein, das machen wir jetzt nicht mehr. Es gibt ja auch ein Buch. Genau, was Sie sagen, es gibt auch ein Buch, das heißt Afrotopia, also Afrika als Utopie. Genau, was Sie sagen, das ist ein Afrikaner geschrieben, Herr Sané. Und zu diesen Überlegungen zu kommen, braucht es gleichwohl ja immer auch Motoren, es braucht Persönlichkeiten, also es gibt Frauen und Männer, die diese Motoren sein können, es gibt auch Institutionen, die diese Motoren sein können. In Karlsruhe, Herr Weibel, haben Sie jetzt sozusagen fast einen Idealzustand, in dem Sie nämlich das Zentrum für Kunst und Medien haben, Sie haben die Hochschule für Gestaltung, Sie haben das KIT, Sie haben namhafte Forschungseinrichtungen um sich herum, praktisch mit denen Sie auch ständig sich verzahnen und vernetzen. Und am Ausgangspunkt war gleichwohl eine Idee, also das ZKM war eigentlich nur eine Idee. Dann gab es ein Medienkunstfestival, das heißt also die Kunst hat diese Idee des ZKM, die es mal sein könnte, in gewisser Weise illustriert und hübsch gemacht, erlebbar gemacht. Und in den IWKA-Hallen heute erleben wir ja sozusagen das ZKM in seinem ganzen Glanz, auch in seiner Forschungsintensität. Jetzt steht es wieder im Prinzip mitten in dieser Rasanz, die wir die ganze Zeit hier besprechen, ist mal die Frage, was muss ein solches Haus, ein solches Ort, ein solcher Forschungsmotor, ein solcher Antrieb, wie kann der sich wiederum verändern? Kann der sich nochmal verändern? Wie muss das ZKM aus Ihrer Sicht aufgestellt sein, um diesen Fragen, diesem Denken nach vorne auch morgen gerecht zu werden? Wir gehen davon aus, dass wir eben in einer Welt leben, die Welt ist ein einziges Datafeld. Wenn Sie am Flughafen gehen, sehen Sie lauter Bildschirme. Wenn Sie zum Arzt gehen, schaut der Arzt auf den Bildschirm. Wenn Sie in ein Büro gehen, schauen die Leute auf Bildschirme und so weiter. Überall herrschen Daten. Also die Welt ist ein Datafeld. Und das Problem ist, dass die Menschen die Codes hinter diesem Datenfeld nicht kennen. Ich mache mal einen Test hier. Da frage Sie, wenn Sie Mobiltelefon einschalten, was ist der erste Satz, den Sie lesen? Der erste Satz. Nicht das erste Zeichen, der erste Satz. Der erste Satz lautet, Code eingeben. Jeden zweiten, den ich frage, weiß es nicht. Die Leute tun das Handy pauslos einschalten, aber wenn ich sie frage, wissen sie es nicht. Wenn sie in Paris vor der Tür stehen und wollen hinein, müssen sie einen Code eingeben, dann geht die Tür auf. Das heißt, Codes sind die Türen zur digitalen Welt, zur analogen Welt. Nur es weiß niemand die Codes. Wir haben Dresscodes, wir haben Gendercodes, wir haben alle möglichen, wir haben Colorcodes, alles Mögliche. Ne? Wir leben von bis zum genetischen Code. Wir leben komplett in einer kodierten Welt. Ja? Und die Aufgabe des Museums kann es sein, sozusagen mit Hilfe von Kunst und Wissenschaft, die Tür zu öffnen zu den Codes. Dass Leute wissen, wie ist das Leben in digitalen Welten, wie das Leben in der Welt des Datenfeld. Aber das kann man jetzt nicht so machen, dass ich jetzt Kunstwerke präsentiere, die sehr schwierig sind, sondern das Museum muss dann verwandelt werden in eine Art Mischung zwischen Club Mediterrane, ja, dass man sich wohlfühlt, ja, das passiert noch Palmen, und man hat freies Obst, man hat freie Getränke, man hat freien Kakao und alles Mögliche, auch freies Obst, Freiende sowieso. Die Ausstellung heißt Open Codes. Open Codes, genau. Man geht dorthin und kann dort in einer angenehmen Lernumgebung ja, was lernen. Und das können aber nicht wir alleine machen, sondern ich habe Vertrauen auf die Bürger, dass die Bürger Interesse haben, an die Bürger zu bilden. Ja. Sie sehen hier, die sitzen hier, normale Besucher an Tischen und bringen sich gegenseitig was bei. Ich gehe hinein, da sehe ich 30 Leute, steht ein älterer Herr auf und sagt zu mir, ich bin der Professor sowieso und ich habe mein Seminar mit meinen Studenten. Jeder, der wollte, könnte dort hineingehen, einen Vortrag machen oder lernen, ohne sich anzumelden. Das heißt, sie haben es geschafft, dass das ein Platz wird, eine Lernumgebung mit Kunstwerken, die man da studieren muss. Wir haben auch sehr viele Möbel herumstehen gehabt, komfortable Möbel besser als zu Hause, von Vitra. Und das heißt, es war doch möglich, ein Labor zu machen und auch ein Club oder eine Lounge. Und das Ziel ist genau das, Bürger und Bürgerinnen bilden Bürger und noch viel mehr. Deswegen habe ich das sozusagen gemacht mit den freien Obst, mit den freien Getränken. Eigentlich ist meine Utopie bezahlte Bürgerbildung.
Das heißt, ich möchte, dass die Leute für Erwerb von Wissen, weil das ist das Öl von morgen, ist das Wissen. Ja? Und ohne Wissen werden wir hier nicht mehr gut leben können in Europa. Ja? Und das heißt, und damit die Leute Lust haben auf Wissenserwerb, muss ihnen, wenn einer lernt, wie kann ich einen Motor reparieren, wird er auch bezahlt. Ja? Und das Museum kann ihm etwas beibringen. Ja? Und er soll nicht einfach nur kommen und Bilder anschauen und nach Hause gehen. Ja? Er muss im Museum die Chance, etwas zu lernen. Und ich möchte, dass die Leute für Bildung bezahlt werden, bezahlte Bürgerbildung. Nicht nur, es ist absurd, wir haben Ärztemangel, bergeweise. Ne? Es steht sogar in der Bildzeitung, die deutschen Spitäler sind die gefährlichsten der Welt. Ja? So viele Keime wie in deutschen Spitälern gibt es auf der ganzen Welt nicht, sozusagen. Effektiv. Ja? Das heißt, aber die Leute müssen für das Anstudium Geld bezahlen. Mal sowas Bescheuertes ist doch unglaublich. Wir brauchen die Ärzte. Man soll ihnen Geld geben, dass sie studieren können. Ja? Wir brauchen so viele Fachleute. Also Bildung muss jetzt bezahlt werden. Das ist eine meiner Visionen. Und im Museum habe ich die Möglichkeit, das zu machen. Hm? Und es hat geklappt. Und auch Sie, Herr Sobeck, haben ja neben Ihrem wunderbaren Büro auch eine ganz andere wunderbare Einrichtung, nämlich das ILEC. Und auch dort werden Sie sozusagen, wird von außen immer gestaunt, was dort gemacht wird, was dort geforscht wird. Aber gleichzeitig auch das ILEC steht ja, also das Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren in der Universität Stuttgart in Vaihingen oben, steht es ja auch und sagen immer vor der Aufforderung, sich quasi mehr oder weniger doch immer wieder neu zu erfinden. Wo sehen Sie da die Rolle des ILEC bei all diesen Fragen, die Sie auch jetzt hier angerissen haben? Was die wissenschaftliche Komponente betrifft, mit Führenden der Welt, sage ich ohne jede Arroganz. Wir haben eine Reihe von Dingen entwickelt dort, wie beispielsweise Betontechnologien, das hört sich jetzt total trivial an, Sie verzeihen mir, aber da kann man Bauteile gleicher Leistungsfähigkeit wie ein herkömmliches Betonbauteil herstellen mit 50% weniger Gewicht. Das heißt 50% weniger Emissionen, 50% weniger Material, aber gleich so gut. Wir haben andere Technologien entwickelt, da muss ich Sie mal einladen. Das ist im Grunde genommen, wir benennen das adaptive Fassaden, adaptive Hüllen und adaptive Strukturen. Das ist dann, wenn die Bauteile anfangen, sich zu bewegen. Das ist dann auch künstliche Intelligenz und man sieht diese Bewegungen nicht, aber wir sind dann in der Lage, quasi Hochhäuser zu bauen, die sich nicht verbiegen unter Sturm oder Erdbeben. Und wir sind in der Lage, Brücken zu bauen, die beim Überfahren durch einen schweren Zug sich nicht mehr durchbiegen. Da können Sie Unmengen von Material sparen. Wie ich gesagt habe, Sie imitieren der Natur, wenn ein halb biegt sich ein paar, aber der halb bricht nicht. Ganz genau. Genau so. Ne? Also das sind beispielsweise zwei der Bereiche, wo das ILEC führend ist in der Welt. Und da brauchen wir auch nicht nach MIT telefonieren. Zumindest sind wir stolz darauf, dass wir auch keine Militärforschung machen, im Gegensatz zum Letztgenannten, das 80% seines Geldes aus diesem Bereich bekommt. Als ich damals den zweiten Lehrstuhl übernommen habe, habe ich mir ausbedungen, und das hat die Universität auch sofort konzessioniert, dass dieses Institut zu zwei Fakultäten gehört, Bauingenieurwesen und Architektur, dass ich eine Lehre machen darf, bis hinauf zu den Doktoranden, die beide Fakultätsstudierenden miteinander verquicken, sodass Ingenieure und Architekten in einer Vorlesung sitzen, mal verstehen die einen nichts, die anderen nicht, weil es dann schon wieder zu spezifisch ist, aber diese Studierenden lernen die Sprechwelten und die Wertewelten der anderen, der komplementären Disziplin kennen. Und dann haben wir alsbald angefangen, der Herr Messerschmidt, unser Mann im All, war der Erste, dass wir dann zusammen mit Luft- und Raumfahrt Stationen auf dem Mond entwickelt haben. Nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, wir sollen auf dem Mond bauen, sondern weil es darum geht, wenn es 22.000 Euro kostet, um ein Kilo Material auf den Mond zu schießen, dann braucht man extreme Leichtbautechnologien, um dort etwas bauen zu können. Und was sind jetzt diese Technologien und warum kann man die nicht auf der Erde anwenden? Und mittlerweile arbeiten wir mit nahezu jedem Institut, sei es Biologie, sei es Textiltechnik, sei es Luft- und Raumfahrt zusammen, haben gemeinsame Doktoranden, häufig gemeinsame Seminare etc., sodass dieses interdisziplinäre Momentum bei uns nicht eine Sonntagsrede ist, sondern gelebter Alltag. Und daraus kann man natürlich die goldenen Nuggets finden, ne, zwischen den Disziplinen, also im Bereich des Unerforschten. Und man muss vorsichtig sein, wenn man die eigene Disziplinengrenze überschreitet, in der Hoffnung, dass man weiß, wo die ist. Das ist so mal das Erste, dass man feststellt, wo sind eigentlich die Grenzen. Und wenn man die dann bewusst überschreitet und sich in diese Terra Incognita begibt, dann ist man natürlich ein bisschen dilettant jenseits der eigenen Kompetenz.
Und der andere, der seine Grenze zu verlassen hat, um einem entgegenzukommen, ist in diesem Augenblick der Grenzüberschreitung auch ein bisschen dilettant. Und jetzt muss man halt schauen, dass man das jeweils wissenschaftlich so absichert, dass aus zweimal Dilettant nicht Unfug rauskommt, sondern ein tolles Produkt. Und das können wir. Ein wunderbares Schlusswort, meine Damen und Herren. Ihnen, lieber Herr Sobeck, und Ihnen, lieber Peter Weibels, zunächst mal natürlich nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Und natürlich bedanke ich mich ganz besonders hier bei der Staatsregie Stuttgart für die wunderbare Gastfreundschaft, bei der Hausherrin Frau Christiane Lange, die Direktorin des Hauses, die heute auch unter uns ist, was ganz wunderbar ist natürlich. Ich habe auf die wichtige Ausstellung hier im Haus bereits hingewiesen, Weißenhof City, die dieses Bauhaus-Jubiläum mit aufnimmt. Kommen Sie wieder in die Staatsgalerie auch, um natürlich die Ausstellung Baselitz, Richter, Polke, Kiefer zu erleben und die Kunst der 60er Jahre. Darauf beziehen sich die Plakate, die Sie draußen sehen. Und als ich Herrn Sobeck vorne begrüßt habe, habe ich ihm gesagt, also das ist mir vorher nie aufgefallen gewesen. Heute ist es mir aufgefallen, die Werbung, glaube ich, für Persil war es, von 1970. Und da steht mit grüner Schrift auf diesem Werbung drauf, biologisch abbaubar. 1970, jetzt bin ich sozusagen nochmal in meinem Modus drin, den ich bei Jeffrey Chancen hatte. Wir waren da irgendwie schon mal bei einer Idee, die eigentlich ganz okay war, aber 40 Jahre später oder 50 Jahre später ist es noch nicht so arg weit, was passiert. Also es heißt, da sind auch schon Dinge dabei. Bei dieser Ausstellung wiederum das utopische Potenzial auch wieder mit berührt gemacht, diese Ausstellung von Götz Adriani, der heute Abend auch hier ist. Auch ihn darf ich noch einmal recht herzlich begrüßen. Einen recht herzlichen Dank an das gesamte Team der Staatsgalerie Stuttgart, auch an die ganzen Menschen, die sich darum bemüht haben. Tom Gabriel, Annette Frankenberger, auf unserer Seite darf ich Anna Schnelzer nennen von unserem Marketing im Haus, die ganz besonders gearbeitet hat hinter den Kulissen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns wiedersehen hier in der Staatsgalerie bei unserer Veranstaltungsreihe, Gesprächsreihe über Kunst. Und wen Sie da sehen können und erleben können, haben wir Ihnen da hinten schon mal so ein bisschen als Idee skizziert. Gerd-Harry Lübcke als Galerist ist verbunden unter anderem mit den großen Arbeiten auch von Neo Rauch, die Sie hier in der Staatsgalerie auch sehen können. Und freuen sich natürlich in den nächsten Wochen auf die Sonderausstellung. Haben Sie einen schönen Sommer und Sie haben gehört, Sie müssen unbedingt nach Karlsruhe fahren, um eben diese Dinge zu sehen. Open Codes können Sie gerade nicht sehen, das ist nämlich aktuell in Shanghai, glaube ich, zu sehen. Also da ist die Reise ein bisschen weit. Aber es wird demnächst, glaube ich, der wunderbare große Begleitband dazu dann erscheinen und sagen, Klammer, endlich. Aber das ist ja auch immer so bei der Forschungsarbeit, man muss eben dann auch ein bisschen Geduld haben. Zu Ihnen, lieber Herr Sobeck, ins ILEG, das ist nicht so ein ganz öffentlicher Ort, aber es gibt bei Ihnen auch immer wieder Möglichkeiten, im ILEG mal reinzuschauen, dabei zu sein, das finden Sie alles im Netz. Nutzen Sie die Gelegenheit, meine Damen und Herren, es lohnt sich wirklich, da hineinzuschauen. Und alles über Werner Sobecks Büro und die aktuelle Arbeit finden Sie natürlich auch im Netz. Von uns aus finden Sie alles in der Mittwochausgabe der Stuttgarter Nachrichten, in den heute Abend so ein paar Mal in Abrede gestellten Printausgaben. Also die schöne, wunderbare Zeitung zum Anfassen, die bieten wir Ihnen am Mittwoch in aller Schönheit. Und dann, wer es nicht sich verheben kann, der greift dann eben zu unseren digitalen Angeboten und ist vielleicht da ein bisschen schneller im Zugriff. Dann bereits morgen dann. Seien Sie herzlich bedankt, dass Sie da waren. Kommen Sie wieder und einen schönen Sommer. Vielen Dank.